Leute, Matthias Rosenkranz, einer der krassesten Gamer unserer Zeit, kann jedes Spiel, egal wie schwer, egal wie dreieckig es auch sein wird. Das wird's nämlich jetzt bei Void Souls und deswegen viel Spaß. Lisa dabei, es geht jetzt los. Spitze. Das hier ist ein Dreieck, wie man sich jetzt wünscht. Und auch, lass uns die berühren. Oh, das war transzendental. Transzendental. Und das sind auch unsere Zuschauer. Das seid ihr. Deswegen schön, dass ihr da seid, Leute. Heute ist ein wunderbarer Tag angebrochen, denn es ist der Donnerstag, der 14. November, natürlich. Die dunkle Jahreszeit angebrochen. Das heißt aber auch, dass wir Gamerschaft richtig was zu tun haben. Was will man draußen machen? Es ist eh dunkel. Man wird wach, es ist dunkel. Man schläft ein, es ist dunkel. Ja, also zockt man doch natürlich. Ist so. So. Und du hast was auch. Dazwischen ist grau. Du hast das mitgebracht, Matthias. Ich habe das mitgebracht. Oder habe ich was mitgebracht? Ich wir haben das beide haben mitgebracht. Haben wir beide mitgebracht? Wir brauchen eigentlich noch jemanden dritten für das dritte Ecke dieses wunderbaren Spiels. Jochen, komm rein. Jochen, nice. Applaus. Komm rein. Alles klar, Applaus. Chat, Grüße. Hallo. Ja. Jochen ist natürlich nur ein transzendentaler Freund unserer Köpfe. Mhm. Aber wir wollen trotzdem heute Void Souls spielen. Ja. Hab ich mir gedacht. Weil du es bist. Das finde ich gut. Matthias, ich muss einmal kurz vorweg einmal okay, klar ja, sein. Okay, ja, unbedingt. Dafür sind wir da. Du hast schon ein bisschen reingezockt. Ich wollte es machen, aber mir ist heute aus dem Kiefer, ist mir so eine Zahnkrone entgegengekommen. Da habe ich gedacht, gut, gehst mal doch zum Arzt. Bist du jetzt nicht mehr der König, wo du deine Krone verloren hast? Doch, ich habe die wieder reingezockt. Ah, gut, okay. Gut. Krieg Montag noch eine. Gut. War mir wichtig. Das ist aber auch ätzend, so eine Krone zu verlieren. Also ja. Krone, ich habe ja damals Wurzelbehandlung, ich fand die Krone drauf zu bekommen schlimmer als die Wurzel. Oh, wir verlieren Zuschauer. Okay. Oh, hallo. Alles. Void Souls, Spitze. Ich sagen, wir quatschen gar nicht länger. Also es ist so eine Art Souls-like. Ja. In der Top-Down-Version und wir sind ein Dreieck. Alles klar. That's about it. Ja? Ey, ich bin dabei. Okay, dann sage ich... Klingt wie ein unfassbar gutes Dreieckserlebnis. Von Finite Reflection Studios. Wo? Sind wir bei zwei? Nee. Wir sind hier das Dreieck, aber wir sind in einer Zelle eingesperrt. Du bist das Dreieck auf der rechten Seite, richtig? Ja, das ist richtig. Geht doch nicht so bescheuert links. Was passiert denn da? Wird der freigelassen? Der guckt aber ganz böse. Der wird gleich erschossen. Ah, pass auf, das ist ein ganz mieses Schwein. Oh, da kommt wer. Kann er nicht helfen? Alter, was? Vernichtet. Nein. Oh. Jetzt kommen sie etwa zu mir. Nein. Ich verstecke mich hier im Bett. Schwarzstich, ich habe genau gelesen, was du geschrieben hast. Schwarzstich, komm hier ran. Komm zu mir hier vorne ins Büro. Void Souls. Da klopft er. Hallo, wer ist da? Ja, ich bin Schwarzstich. Was willst du denn von mir, Krogmann? Schwarzstrich, du strengst dich jetzt an. Matthias ist der Meistergamer. Dreiecke sind cool. Du hast Dreiecke jetzt Spaß cool. zu haben. Also Dreiecke sind ja wohl die coolste geometrische Form. Direkt nach dem 20-seitigen Würfel. So. Ich aktiviere jetzt hier den Lichtfunken. Ja. Das ist quasi unser Bonfire. Okay. Das habe ich schon so rausgefunden. Hier sind wir. Und ich kann mit dem Schwertchen hauen. Streng dich an, Schwarzstich. Alles, was ein gutes Souls-like braucht. Schwert und ausweichen. Ja, das stimmt. Mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. Ja, was sehen wir da oben? Du hast eine Art Schild. Es ist in der Tat so rot, ist meine Lebensenergie. Wer hätte damit gerechnet? Das ist, überrascht mich. Grün ist meine Ausdauer. Mhm. Aber da oben, diese 5%. 5% ist, glaube ich, wirklich Schild. Ich glaube, man kann ja Ausrüstung, Ausrüstung anlegen. Ich kann es mal hier zeigen. Ja, Bewaffnung. Also kriegen da noch andere Ausrüstung, andere Waffen und so ein Kram. Da kann man da, glaube ich, noch viel machen. Außerdem seine Werte erhöhen, wie man das so braucht. Mega. Ne? Also erstmal muss ich sagen, irgendwie finde ich das schön. Also irgendwie finde ich es geil. Ich weiß nicht genau, ich finde das irgendwie ist eine geile Idee. Ein größeres Schwert als ich. Bin gespannt, was du mir gleich sagst, wie schwierig es ist. Anspruchsvoll. Betäubt. Du musst noch ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Ich finde irgendwie rechter Right Bumper zum Angriff ist irgendwie so ein bisschen... Was ist jetzt dieses Goldene? Das geht nicht weg, ne? Das ist Bonfire. Das, ist das bleibt einfach so shiny. Okay. Und jetzt schon Fackeln anmachen. Die sind aber nur zur Orientierung. Während du dich orientierst, grüße ich noch Menschen aus dem Chat, weil. Grüße. Mir ist das wichtig. Ich weiß, für alle Leute, die bei YouTube zu gucken, das sagt mir dann zwar immer Michael Reinke, sagt, ey, guck mal, in einem VOD ist. Wie heißt du nochmal? Welcher warst du? Ja, der sagt immer, in einem VOD, die Leute, denen ist das egal, wenn die Leute grüßt live. Was? Ja.
Und dann denke ich mir so, aber Micha, ich hab doch jetzt hier auch Publikum. Die müssen doch ein bisschen bespaßt werden. Oh. Zum Beispiel Ghoster oder Marie Rock'n'Roll oder auf Bumsus. Vierecke, Drudel, also Vierecke ja. haben wir gar nicht. Wer will denn Vierecke haben? Und Slizzer, Vierecke sind bestimmt Gegner. Vierecke sind immer Gegner. Und Slizzer grüßt uns. Ja. Grüße zurück. Ein Manko gab es, hallo. Bespaß der Vierecke. So. Marie Rock'n'Roll ist unsere RBTV-Marie. Hallo, yes! Juhu! Aufstufung verfügbar. Ja, guck mal, direkt Level hier, Bram. Ich finde das Artwork geil von diesem 15. Ah, tot. Alles klar, damit wir wechseln. Ja, okay. Keine Sorge. Als ob du so lange durchhalten würdest. Das ist wahr. Der Tod ist unvermeidlich, Leute. Ihr wisst es ganz genau. Du musst den Ort deines Todes erneut aufsuchen, um verlorene Solz zurückzugewinnen. Solz der Erde. Hm. Ja, Classic, Classic. Ausdauer. Sozusagen. Ja, wir gehen jetzt auf Ausdauer, oder? Du musst erst die Souls wiederholen. Zum Kann ich jetzt noch nicht. Nee, du brauchst die Souls zum Aufleveln. Dachte ich. Wie die Seelen bei Souls. Ja, gut, verstehe ich. Bumme. Souls. Warte, ist das hier? Das ist der Angriff. Und da gibt es einen schweren Angriff? Nee. Es gibt. Schwerer Angriff ist quasi Aufladen, wenn du gedrückt hältst. Und dann stichst du. Alter, ich gehe nur so durch die Welt. Ja, aber du verlierst Ausdauer. Dann soll er sich anstrengen. So. Ja. Sag schon auf die Nase. Ja, gut. Also mit X kannst du den einen Trank, den du hast, auch trinken. Ja, ja, verstehe. Classic. Ja, man darf ja reinkommen. Aber ich mag so diese minimalistische Steuerung. Wie nehme ich das? Look. Das ist die Fackel, die habe ich nur angemacht. Jetzt hast du einen Trank getrunken. Das war dein einer. Gut. Bin ich hier? Okay, ich verstehe, was du meinst mit, ich muss mich orientieren. Na, so ein bisschen, okay. Man muss so ein bisschen reinfinden. Das ist eine echte Wand. Das ist halt eine Wand. Okay, okay. Ich bin auch direkt erinnert an Hotline Miami. Oh ja. Na, das ist auch so die Top-Down-Sicht und so und die Gegner um die Ecken gucken, sowas. Wir haben größere Schwerter als du, ich wäre vorsichtig. Ja, was soll ich machen? Boah. Nice. Ja. Du bist fast tot. Also du kannst natürlich zum Bonfire gehen, aber dann sind die Gegner auch wieder da. Ja. Nee, ich muss durchziehen, Matthias. Ja, da musst du nicht, da warst du. Ja, ich. Ja, das ist wirklich meine Schwäche, ne? Als ich geboren wurde, Matthias, hat der Arzt zu meiner Mutter gesagt, er ist born ready. Aber. Aber die Orientierung, ey, die hat er nicht gekriegt. Dafür hast du ja mich. Ja, okay. dass du Bescheid weißt. Du hast wieder nur eine Fackel? Es leuchtet doch schon. Ja, ist aber hinter der Wand quasi. Du musst unten rum, da sind wir gerade gestorben. Ja. Da sind diese Souls zum Einsammeln. Vorsicht, Gegner. Ja, warum? Nicht sterben. Ja, cool, aber die sind viel schneller als ich. Ja, aber. Ja, die sind viel schneller. Ja, das ist richtig. Gut. Okay, so. Kann man eigentlich schneller sein? Oh ja, komm. Das war echt der perfekte Dodge eben. Hast du schon im Blut? Nee, alles gut. Das ist ja eh so eine Art Game und das ist ja normal. Ich sag dir, Ausdauer ist ein Gamechanger. Au. Mehr Ausdauer, das ist ein Gamechanger. Ja, ich denke auch, erste Level sollte ein Ausdauer geben. Ja, muss. Ja, da sind die Souls. Nehmen wir mit. Okay, jetzt nur reingehen müssen. Hätten wir sie wieder bekommen. Aber du wolltest nicht. Ja. Rangere ich an. So, jetzt muss ich mir an den Dödels hier rechnen. Guck mal, die halten gar nicht so viel aus. Wo ist das Problem? Matthias, so war das Problem eben. Die Ausdauer. Ja, richtig. Ja, easy. So, jetzt ist die Aufstufung wieder verfügbar in Rainbow. Mhm. Guck mal, das habe ich gerade schon entdeckt. Hier ist natürlich so, sieht so aus wie eine Sackgasse, ne? Aber da leuchtet doch was. Hier ist rote Wand, aber hier nicht. Mhm. Pow! Okay. Krass. Kann man hier was einsammeln? Da liegt nämlich ein Paradeschild mit 2 R. Jetzt kriegst du eine Sekundärausrüstung, das Schild. Dann. Ja, muss ich aber am Bonfire ausrüsten. Okay, das ist eine andere Mechanik. Du musst zum Bonfire dann, verstehe. Ja, es hat, also man hat wirklich genügend Souls-Likes Parallelen. Also vom Bonfire zum Ausrüsten, vom Kram zum Aufleveln hin. Was hier noch Schönes. Neuer Gegenstand? Eine Gefängniskarte. Ja, die ist aber gut. Ja, geil, okay. Jetzt bin ich doch dabei. So. Was haben wir denn da? Sanitäranlagen? Ach,
dritten Raum. Also wir sind im Zellenblock gestartet. Da haben wir gerade den Sicherheitsding. Im Zellenblock B liegt noch was. Und zur Waffenkammer wäre natürlich auch schön. Da liegt noch, noch einige Items. Also, bisschen weiter, dann rechts. Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal links runtergehen, weil hier Completionist in mir sagt natürlich, wir brauchen diese zwei Items. Ja, bitte. Du musst die Completion List anführen. Und da werde ich mich anstrengen, dass dann, falls du immer schon. Ja, dann ist ja alles klar. Kannst du jetzt leveln? Jetzt müsste ich leveln können. Da. Geil. Stufe 2. Bestätigen. Das Schöne ist, man kann hier leveln, wie man lustig ist, weil man sich dann Level auch. Man kann sich immer umskillen. Ah ja, okay. Finde ich sehr angenehm. Das ist echt angenehm. Ja, in die Ausdauer, ne? Ja, bitte. Wenn ich das richtig verstanden habe, hier so, jedes fünfte Level in einem gibt dann quasi so einen extra Bonus. Noch schneller. Ja, der noch gibt schneller. Dann, guck, wenn ich da einen großen habe, dann kriegst du 30 Ausdauer und 10% Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist eigentlich auch smart. Und, beziehungsweise. Ausdauer ist einfach wichtig. Genau, das ist beziehungsweise ein schöner Skilltree. Das bockt. So, und hier nehmen wir nämlich das Paradeschild. Dann kann man nämlich auch. Mal blocken. Swing. Das ist eine Parade. Ja, blocken kannst du nicht. Also die Verteidigung ist anscheinend hochgegangen auf 14,5% jetzt schon. Aber wir haben wirklich eine Parade. Aber die muss halt treffen. Ja, aber ist ja wohl fast ja, wohl. Sagt man das, ne? Hier, komm. Wenn du bist jetzt hier direkt am Bonfire, kann man ein bisschen üben. Das schon. Da bin ich noch nicht lang. Die Frage. So. Komm her. Das war zu spät. Das hat getroffen. Und wenn Alter, du triffst, dann ist er betäubt. Ja. Ja, keine Schnitte. Wie im echten Leben. Super. Na, so ist es. Eberbahn. Messerkampf. Bam, bam. Oh, von umzingelt hier. Aua. Solide. Matthias, was machst du das? Mach das jetzt. Boah, das war knapp. Solide. Bleib stabil. Was hat der für ein Schwert? Mann, du bist das geilste Dreieck. Geiles Dreieck, gut gelöst. Top. Das war aber der ja, Krüppel hatte du. Aber da, du bist da nicht ausgelöst. War gut, natürlich. Wurfdolche auch. Und ein Dolch. Ja, aber ein Dolch hört sich scheiße an. Dolch hört sich für so ein Dreieck mit dem Dolch? Noch eine Spitze brauchen wir noch nicht. Nee, wirklich. Dreieck mit dem Dolch weiß ich auch nicht. Oh, Stufe 3. Guck mal, wie schnell das geht. Geil. Bam, bam, bam. Void solide sogar. Chat, ihr seid aber richtige Konnoisseure des guten Geschmacks hier. Ist ja Hammer. Also der Dolch. Minus zur Vitalität-Geschwindigkeit drauf, ja. Ja. Ich schnell nach vorne, geringe Reichweite. Wenn du einen Angriff auflädst, löst du einen flutschneller Angriff aus. Ja, gut, mach. Was für ein Muster? Ausprobieren. Ja. Okay. Das war sekundär. Hier haben wir noch die Wurfdolche. Verwende dies, um deinen Dolch zu werfen. Erhöht maximale Anzahl an Dolchen. Ja, probieren wir mal aus. Ja. Und jetzt? Ist ja, er weg. Das ist der Wurfdolch, den kann ich jetzt machen. Aber guck mal, wie wenig Lebensenergie ich jetzt habe. Das ist richtig scheiße. Viel zu wenig. Und mit euch? Okay, die Animation finde ich geil. Du messerst halt hart ab. Aber die Lebensenergie ist ja eine Frechheit. Das ist wirklich peinlich. Tot. Nee, das war. Der Dolch ist gar nichts. Der Dolch ist gar nichts. Dolch, buh. So. Ein gelber Dolch? Nix. Der Chat ist Fan vom gelben Dolch. Aber der gelbe Dolch. Warte mal, aber wer ist der? Ihr seid Fan vom gelben Dorsch, aber seid ihr Fan vom gelben Dolch? Also jetzt mal ehrlich, da habt ihr euch vertan. Da seid ihr doch schon durch mit dem Dolch. Ja, wir reden hier von der Stichwaffe. Meint ihr wirklich den gelben Dolch? Durch. Florentin ist Fan vom gelben Dolch. Wirklich? Das glaube ich ja nicht. Gelber Kuna ist halt lieber gelber Dolch als gelber. Nee, Quatsch. Diablo. Ja, Diablo, ja. Das könnt ihr nicht mitgehen. Könnt ihr nicht mitgehen. Verlassen. Ja. Nee, eigentlich will ich nicht. Ach, da hat sich Steam aufgehangen. Spannend. Insider-Stories hier. Machen wir das Schwert. Was muss ich tun? Also ist es nicht gut, der gelbe Dolch. Anscheinend. So, jetzt nimmst du das Schwert wieder. Rechts. Ah. Oh, guck mal. Viel mehr. Brauchen wir Lebensenergie. Aber die Wurfdolche waren so ein bisschen sekundär. Mit dem linken Bumper, dann kannst du jetzt unten durchwerfen. Okay. Wie wähle ich das aus? Also das Sicherheitsbüro. Ja. Das ist die Fackel, die ist da. Ja, ich weiß. Warte, wo ist denn die Karte? Hier, ne? Nee, die war hier. Die andere, da. Völlig falsch. Willst du denn jetzt, willst du zur Waffenkammer oder was? Oder willst ja, du klar, mal? Ich will hoch. Ja, natürlich. Wer will hoch? Also, wenn du den Ausweichknopf gedrückt hältst, kannst du schneller, ne? Aber dann regeneriert sich die Ausdauer und ich muss aufpassen. Okay, danke für diesen Hinweis. Mag schon ein schnelles Dreieck lieber. Na, schnelles Dreieck.
Man hat auch der instant so ein Gefühl von, oh, der kann schießen. Ich will hier sagen Arkanoid oder sowas, ne? Also diese... Okay, war das dumm? Ich spuck dir ins Gesicht und blende dich! Was ist da los? Kannst du mit ihm reden? Erna? Ja, der ist hinter dir. Ja. Reike können sich nicht unterhalten. Yes. Ja, aber der ist hinter Gitter noch. Also, warum kannst du ihn auch nicht? Der kommt raus, oder? Der sieht böse aus. Da liegt ein Item. Wo muss man da auch reinkommen? Aufschließen. Oh, machst du damit alle Zellen auf? Das wäre natürlich spannend. Ja, und schon greifen sie dich an. Ach, guck mal, der schießt sogar. Die waren doch gerade noch eingesperrt. Die können ja jetzt schießen. Boah, guck dir diese Monster an. Alter, was? Okay. Das war ein kranker Epic-Moment. Schreibt der Chat und ich sage, ja, es stimmt, ja, das war epic. Aber fail-mäßig gespielt. Ich bin noch nicht vertraut mit dem Dreieck. Ich bin noch nicht eins. Man muss da echt, es ist tricky. Ich bin noch nicht kantig genug. Loser. Exakt. Danke, Regie. Deswegen dafür bin ich ja da. Dafür bist du da. Ja, da ist er wieder. Der neue Matthias. Aber Matthias, glaub mir, es wird irgendwann so sein. Nein, die Türen bleiben offen. Es wird irgendwann so eine Zahl Leute Geld, um dich Videospielspiele zu spielen zu sehen. Weil du einfach so krass bist und besser als jede KI. Doch, doch. Junge, was bleibst du denn da so Abstand? Komm mal her, ich will nicht den anderen Dicker noch. Ja. Aber leider einfach die Messer. Ja, aber er kommt ja nicht weit genug. Ja, geh mal ran. Aber keine Weiße mehr. Ich hab keine mehr. Ich hatte nur 6. Geh da ran, der kann gar nichts. Na, komm mal. Ausdauer weg. Ja, der hat halt das Lagergerät. Der Instant-Kill. Das ist halt ein mieses Schwein. Der andere Sniper-Boy ist nicht so schlimm, aber der mit seinem langen Äumel da... Der Eumel ist echt... Also, er macht da einmal Schnippschnapp. Ja, also. Aber ist halt auch... Ein Ausdauer behalten. Nee, darauf. Matthias, als ob ich das nicht wüsste. Ich hab keine Ahnung. War nur ein Test. Ich hab keine Ahnung, wo es geht. Da ist einer, ne? Ja. Schnippschnapp. Schnippel ab. Und noch einen, dann betäubst du ihn. Bam, tot. So, jetzt müssen wir den einen erst... Das muss er nur einsammeln. Da gehst du nur drauf, das sind unsere Seelen. Yes, in die Waffenkammer. Nee, ich muss das klären hier. Also der bleibt auf Abstand, der bleibt da unten. Das ist ein mieses Schwein. Vielleicht kommt der jetzt hoch, wenn du da auf die Ecke... Ja, so kriegst du ihn. Aber machst du gut. Schön, ja, auf Abstand, zack. Ich hab ja die Zeit. Jetzt noch so Wurf durch rein und es hat down. So. Jetzt kommt der lange Mann. Der lange Mann, Matthias. Der lange Mann mit dem langen Hammermann. Lang. Halt dir schön die Ausdauer. Ja, ja. Was? Er ist zu lang. Was hat der lange Hammermann gemacht? Der lange Hammermann hat mit seinem langen Schwert. Er hat mich zweimal touchiert und dann bin ich RIP. Wie sagst du? Er ist, Killer. Fühle ich nicht. Fühle ich gar nicht. Ich mag auch gar nicht mehr in den Chat gucken. Die sind alle, die denken sich alle. Und das, der arbeitet in der Videospielbranche. Das kann wohl nicht sein. Aha. Boah, da kriegt er mich. Ja, der Geist kriegt mich. Können jetzt schon wieder leveln. Den krieg ich jetzt. Könntest du zurück. Bam. Oder kannst du ihn irgendwie blocken oder so. Super. Einfach hinter ihm, ja klar. Das geht auch. Ausdauer. Oh. Super, ja. Das ist der Trick. Gut gemacht. Weil du einfach schlau bist. Weil du einfach ein Abi von 3,4 hast und nicht von 3,2. 2,9. Ja. Oh, einen großen Bogen haben wir als Sekundärwaffe bekommen. Ist das zu fassen? Was ist da los im Chat? Was ist da los? Eine Person ist völlig ausgerastet. Slacer ist völlig ausgerastet gerade. Herzalarm. Ach, ihr wart hier. Stimmt, hab ich vergessen. Aua. Da ist ja gut. Gehen wir erstmal Level. Jo. Ach, Mann. Ich hab ich vergessen. Geht weg. Ey, ich frag mich die ganze Zeit, in welchem Universum das so spielt, ey. Wirklich.
Also die Frage ist, sieht das da wirklich aus? Also sind da wirklich fliegende Dreiecke oder ja. Ist das quasi nur so eine Map von oben? Oder haben die, genau, von oben, und die haben unter ihrem Dreiecksoberkörper haben die ganz viele kleine Beinchen. Gehen wir jetzt nochmal auf Geschwindigkeit? Weißt du? Oder was? Also ich würde sagen... Wenn es bei Geschwindigkeit bis zu einem ersten Ding hier so, ja, bitte. So auf 10 sind, ne, finde ich. Ja. Dann gucken wir mal hier, der große Bogen. Mit den noch mit. Drei Pfeile hast du. Ja, aber ist der große Bogen. Dreieckige Beinchen, ja. Zau. Crazy. Voll crazy. Aber da gibt's, die kommen dann, die Pfeile sind dann weg, oder? Anscheinend. Also ich sehe es nicht irgendwie. Baller mal einen Pfeil raus. Fuck. Ey, krank. Kranker Damage. Alter. Ja, da willst du hast Angst, ne? Loser. Klein und wendig. Loser. Kleiner Loser. Einer drei. Dreiecks Loser. Drei. Dreiecken. Keilerei. Du kannst gar nichts, so Dreieck. So. Aber wir sind auch eins, Matthias. Auch eins. Wenn man selber im Geodreieck sitzt. Dann nicht rassistisch gegenüber Dreiecken werden. Oh, das fällt mir aber schwer. Das kann ich sagen. Ja, stimmt schon. Ja. Ich liebe ja Parallelogramme. Wirklich. Na, hol dein Schwert raus. Haha. Loser. Gar kein Problem mehr. Du hast 15 Erfahrungen. Jetzt hast du ein bisschen was angesammelt. Das ist gut. Ja, Leute, das ist immer das Schöne, wenn ihr mit Matthias ein Let's Play macht. Irgendwann mal kann ja sein, dass das passiert. Oh Gott, was passiert? Wir sind zu zweit. Man weiß immer, Matthias übernimmt irgendwann. Das ist gut. Das gibt noch. Au. Das gibt mir Vertrauen ins Leben. Ja, und das ist gut. Das ist gut. Ich liebe das. Aber man stirbt schnell. Sehr schnell. Also die großen, schnell. Die langen Dödel sind halt echt krass. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt in deinen Skill reinkommen soll. Ja, also wenn du es noch bis zu den Seelen schaffst, wäre gut. Wo sind die nochmal? Oben. Auf, links, rechts. Lauf ich da einfach hin? Ja. Lauf ich da einfach hin, Matthias. Okay, sehr gut. Ja, sehr gut. Schnell. So, und jetzt kommen die großen Eumel. Noch mehr Eumel. Jetzt hast du ein Problem. Gar nichts habe ich. Oh, Sieger! Junge, es ist einfach mein Game. Deine Ausdauer ist leer. Ja, ist ja gut. Ich habe die Seele aber ein bisschen herangebracht. Das war ein gutes Opfer. Das war sehr gut. Ich würde die gerne alle umbringen. Ja. Sagst du, wie es ist. Aber nicht alle gleichzeitig. Denn es sind keine echten Dreieck. Das stimmt. Es sind mehr so Pfeile. Sind irgendwie so Pfeile, sind das? Ja, es sind mehr so Raumschiffchen. Krogi Speedrun, einer hat an mich geglaubt. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe. So, man wird oft enttäuscht, wenn man an Leute glaubt. Und was lernen wir daraus? Ja. Niemandem glauben. Niemand. Oh, Relikt der Macht. Jesus. Jetzt sind wir mächtig. Mächtiges Dreieck. Ja! Ja, Mann, drei schaffst du ja wohl. Einer ist betäubt. Ja, dann macht er einen tot. Ja, weil das klar ist. So will ich das sehen. Bam, bam. Maximal übertriebene Härte von Matthias hier. Absolut krass abgeliefert gegen jede geometrische Form. Ja, viel mehr gefällt. Brauchst den Schlüssel. Krogmann. Mein Name ist Krogmann. Ich weiß, wo der Schlüssel liegt. Weißt du, in der Waffenkammer? In der Waffenkammer. Ui. Ich denke mal im Büro. Ich flüchte wieder gleich in ihn rein. Stürm in ihn rein. Ja, ich brauche mehr Platz. Geh in ihn rein. Dreieck gegen Dreieck. Geht drauf! Gut. Dann haben wir noch einer. Gut gemacht. Hier, das ist irgendwie schon gecheckt, wie die agiert. Oh,
Betäubung. Stark. Licht an. Das frage ich mich eh. Brauchen die grundsätzlich kein Licht zum Leben? Also ist denen das egal? Die hocken ja alle im Dunkeln. Also. So ein Dreieck hat ja auch keine Augen. Also. Nicht. Ja. Ja, wahrscheinlich. Oh, nice. Oh, ich muss aber sagen, das zieht schnell an, das Game. Schon nicht. Das zieht, also dafür, dass du ein kleines Dreieck bist, zieht es flott an. Erhöhte Anzahl Tränke. Oh, wir haben einen Trank bekommen. Geil. Halt dich gleich. Ah, la, 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 la. Halt dich gleich. Du musst die Punkte mit nach Hause bringen für Level Up. Ja, das okay. Ist richtig. Level Up muss sein. Schon wieder, schon wieder. Für uns ist hier nichts, ne? Mal aufschließen. Noch ein Shortcut. Ja, Shortcut. Oh. Kleiner leckerer Shortcut. Die schmeckt mir. Schmeckt mir einfach. Lecker. Level 6, guck mal direkt mal. Das schmeckt mir aber. Wie die NPCs. Yam, yam. Gang, gang, gang. So, guck mal hier, Level 6. Direkt Geschwindigkeit auf 10. Balla, balla, jetzt sind wir schneller. Das sehe ich dich auch nochmal. Matthias Rosa beim NPC-Stream. Das wäre richtig geil. Doch, das möchte ich sehen. Ich möchte es sehen. Ist mir egal, was andere wollen. Ich sehe dich da. Wenn ich das nächste Für deinem Geburtstag mache ich das. Wenn ich das nächste Home-Segment plane, dann will ich NPC-Stream von Matthias Rosenkranz haben. Oh, nee, ich glaube nicht. Doch. So, wir haben das Relikt der Macht genommen. Geil. Gibt uns +1 auf Stärke und Vitalität. Und dann sagst du sowas wie, ich mache das, weil die Leute sind so traurig geworden im Leben und ich möchte ihnen etwas Freude zurückbringen. True, true. Ob die was für Happa Happa für Papa Nappa? Ich glaube nicht. Happa Happa für Papa Nappa, geil. Er ist noch hier, der Eumel. Eumel! Eumelmann. Eumelmann. Tot. Komm mal kurz auf die Map. Mhm. Da war nur rückwärts. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Wir müssen jetzt in die Waffenkammer. Ich sag's dir, wie es ist. Ich glaube, da wird ja wohl ein Bossfight laufen. Da ist unser Glück. Ich würde da einen Bossfight platzieren, sage ich dir ganz ehrlich. Guten Tag. Also laut Briefing gibt's, glaube ich, 8 große Bosskämpfe in diesem Spiel. Okay. Ah. Ich hoffe mal, dass wir ja mindestens einen davon heute sehen. Einer muss. Also wenn nicht einer kommt, dann bin ich aber schwer enttäuscht. Und oh, oh. What the fuck hier? Ach, Alarm. Alarm. Ja. Alarm. Aua, aua, aua. Alarm. Alarma. Alarma. Alarm. Alarma. Digga, was geht ab, ey? So krass. Wollt ihr mich verarschen? Hammer. Achtung, Lasermann. Au. Laserini. Alarmus. Ach, kann man drunter durch. Okay, das geht's gut. Aber. Ich muss erstmal Alarmis tot machen hier. Ja. Kacke. Kannst du noch heilen, ne? Jo. Schlau gemacht. Egal. Wer? Ja, einer ist down. Oh. Komm, neuer. Problem. Ah, der hat mich erwischt. Heil dich! Bruder! Hey. Bruder! Problem! Ja, gut. Nimm das Item. Nein! Opa. Ich hab mich nicht heilen. Hast nicht genommen. Warum? Boah, haut sie denn hin? Mit deinem langen Eumel. Pa, 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 pa. Langsam. Okay. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Oh, das ist ja wohl eine absolute Quatschigkeit. Umgedreht hat er sich. Ja, Gewehr. Ja, bitte. Ja, das kann man nicht. Wo geht's da gut? Naja, ich sag's dir ganz ehrlich, ich muss mir Zeit nehmen, das lernen und dann gucken wir mal. Aber. Du bist richtig. Dann Zeit nehmen und lernen. Du weißt, denk dran, du hast einen Bogen. Und so. Ja, dem würde ich nicht zu nahe kommen. Lass die lieber schießen, dann sind wir nicht so gefährlich. Snap. Oh, und dann gehst du da lang, ne? Snafu, ja, da lang. Da ist sofort der Todesraum, ne? Da ist der Todesraum, also nicht direkt. Du musst nur um die Ecke gehen, aber dann ist Alarma. Wie ist das zerballert? Ist irgendwas zerballert? Dahinter. Nee, ist nur Todesraum. Sind da durch oder? Aber ist der Raum abgeschlossen oder kann ich die anlocken? Gute Frage. Ich weiß nicht, ob die Tür zugegangen ist. Wollen wir jetzt erfahren. Komm her. Anscheinend bleibt die Tür offen. Das ist der für einer. Das ist der Alarma-Knopf-Bot, der gerade direkt Alarm geschlagen. Kann ich den nicht hauen? Man kann sich doch durchschleichen. Hier Stealth-mäßig ist hier, guck mal, unterwegs. Dann hat er den Alarm. Ja, okay. Ja, gut, das hat quasi Überwachungskameras. Ja, jetzt hast du ein Problem. Nee. Ja, doch schon. Ja, Tür ist zu, oder was? Nee. Pass auf die Ausdauer auf. Ausdauer. Ja, gut.
Lange Äumel, heilen. Ja, okay. Ah, ich hab's nicht drauf, aber egal. Leute. Vergesst, was ihr gesehen habt. Aber du, komm mal, eigentlich, du weißt jetzt, es gibt eine neue Möglichkeit, die stealth-mäßig dich zu verstecken. Ja, du kannst sie aber nicht töten, ich glaube, du musst sie einfach verstecken. Aber wenn ich da stealthig reingehe, dann sollte ich ihn einfach aus dem Weg gehen. Das, ah. Ey, wenn wir beide so ein Let's Play Wanderzirkus auch machen würden, ja? Mit deinem Aussehen und meinem Skill, Alter. Das wird ja wohl crazy. Wo sind die Dödel? Ja, ist gar nichts zu sehen, Junge. Oh, ich versteck mich einfach. Und du hast mich nie gesehen! Relikt der Beweglichkeit. Relikt des Kolosses. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Habe ich vielleicht ein kleines Problem? Nee, kleines Problem. Hey, die checken gar nichts. Checken gar nichts, Matthias. Du spielst es einfach genial. Viel besser. So spielt man das Game. So. So. Auch mal ein bisschen dem Stress aus, da ist der Schlüssel. Dem Stress aus dem Weg gehen. Ja, muss ja nicht jeden Konflikt machen, ne? Doch. Wirklich. Das hat mir gut gefallen. Waren das alle Items? Das war alles. Sehr schön. Ja, tschüss, ne? Ich habe einen Schlüssel. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Lalala. Und ist es denn das Vogellied? Oh, und es ja, und das ist. Ja. Einmal. Bäumel. Da hatte ich's. Ich finde das wirklich ganz, ganz ehrlich sehr beeindruckend, Matthias. Du hast halt, nimmst dieses Spiel, spielst es und bist halt ziemlich gut. Bei mir ist es so, ich kann das auch irgendwann schaffen. Aber das Ding ist, ich müsste mich jetzt erstmal 3 Stunden damit beschäftigen. Und dann habe ich es irgendwann intus und dann wäre es auch anguckbar. Aber ich mache natürlich weiter mit. Ich meine, das ist echt krass bei dir, das ist echt Hammer. Danke. Ja, ja. Irgendwie habe ich das schnell in den Fingern. Ja, du bist einfach ein Fingermann. Was sollen wir jetzt nehmen? Wir haben das Relikt der Macht. Das gibt uns +1 Vitalität und Stärke. Mhm. Wir hätten aber auch das Relikt der geschwinden Beweglichkeit. Macht uns schneller. Ja, ja, auf jeden Oder Fall. Oder Relikt des Kolosses macht uns ein bisschen langsamer, aber gibt uns 2 Vitalität und 15 Verteidigung. Ja, auf keinen Fall würde ich sagen Stärke, oder? Was bringt uns das? Also Relikt der Macht finde ich auch lame. Also ja. Würde ich Beweglichkeit oder wir halten halt mehr aus. Also du brauchst Beweglichkeit. Ist geil. Also sorry, diese Spiele basieren darauf, dass man flink ist. Dann kann ich hier wieder ein Level rausnehmen. Ne, 10 runter. Wieso geht das jetzt 30 runter? Ach nee, das ist noch eins, wäre 30 runter. Okay. Was machen wir denn jetzt? Machen wir Schwert hoch, 0,6 mehr Schaden oder mehr Lebensenergie? Nee, Schaden. Okay. Es wird darauf hinauslaufen, dass du dich eh nicht treffen lassen darfst. Das ist die Hoffnung, so ein bisschen Glass-Cannon-Style. Ja, ja, genau. So. Guten Tag. Nur bei seinem zweiten Schlag kann er wieder ein bisschen die Richtung anpassen. Beim ersten Mal ist er gar nichts. Guten Tag. Ja, das hast du gut gemacht. Aber ich finde es immer noch geil, dass die so ein riesen Schwert haben. Das ist wirklich. Das ist übertrieben. In den Sanitäranlagen sitzen da 3. Ja, was machen die da? Weiß auch nicht. Und warum haben die Sanitäranlagen? Und warum haben die den Aktenraum? Aber egal. Come at me, Bro. Auch so lange, Eumel. Ja, das muss neu sein. Kann aber nur einmal. Ich habe einen Schlüssel. Stark gemacht. Let's go. Raus hier. Aus Stark gemacht wieder mal. Oh. Also die Lichtstimmung ist wirklich 1A. Also sehr klar, ne? Oh, guck mal. Hast du das gesehen? Ja, das war geil. Du hast ihn abgewehrt. Das ist ein wirklich... Der Dude hat auf seinen eigenen Loot geschossen. Ich hab gesehen. Hat das gerecht? Gleich mal heilen, ne, Bruder? Ja! Oh. Solide! Wirklich!
1er. Oh, nochmal ein Shortcut. Nice. Solide. Ein neues Bonfire. Und Kriegsstand. Was haben wir hier? Gefängniskarte B. Ach, das Gefängnis geht auch weiter. Jetzt ist Gefängnisaufseher. Aber da oben sind noch Items. Ja, die müssen wir schon holen. Also eine Stage muss schon clear sein. Sorry. Ja, finde ich. Weil ich das ja so sage, da bin ich penibel. Nee, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Das fühle ich das nicht. Wissen mich, der Durchgang. Matthias, ich nehme parallel noch hier schöne Gegenzahnschmerztablette, ne? Mach das mal. Oh, guck mal. Prügelei. Ja, macht mal die großen Dinger, Eumel platt. Ah, ich hätte keine Lust. Hör doch auf mich zu schießen, ich bin auf deiner Seite. Mega. Mega. Heilen, heilen, heilen. Gut. Wie hat er das gemacht? Er hat's gemacht. Wie weiß niemand. Das ist insane. Das ist insane, Alter. Das ist insane. Das ist Pro-Gaming mit Supersternchen. Rubinfiole. Lecker. Das ist wirklich krass. Da oben ist noch. Diese drei wieder. Drei mit dem Schwert. Die drei mit dem Schwert. Wir sind die drei von der Müllabfuhr. 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 Ich fahr den Wagen von der Müllabfuhr. Müllabfuhr. Jetzt bist du Müllabfuhr. Ich stell die Tonnen raus vors Haus. Raus vors Haus. Ganz raus, raus. Wir beide bringen sie zurück. Stimmt, sie jetzt auch. Zurück. Zurück zum Glück. Lieb ich. So, also. Guten Tag. Du kannst dich in der Wand verstecken, ha? Kleine Ratte. Stück für Stück. Stück. Ja, super. Sendung mit der Maus, legendär, safe. Oh, Alter, großer, großer Hammer. Endlich. Den wirst du doch mal ausprobieren hier. Endlich mal. Wo der aufschlägt, gibt's kein Gras mehr. Auch wenn's jetzt legal ist. Es gibt kein Gras mehr, auch wenn es legal ist. Es gibt kein Gras auf Hawaii. Es gibt kein Gras. Also, wir nehmen die... Man zog ins Leere, weißt du? Okay. Wenn du vier Gegner besiegst oder Bosse betäubst, während du keine Tränke hast, regeneriert sich ein Trank. Alles geschnallt. Jetzt probieren wir noch den Brust nochmal aus. Ja. Ah, der macht uns aber langsamer. Ja, aber ich will ihn schon probieren. Sehen. Ja, probieren ich will auch sehen, wie groß der große Hammer ausschaut. Den großen Hammer an, der macht. Ist geil. Das ist aber die ganze Ausdauer mit einem Hau weg, ne? Ja, weil du so Monster Smash gemacht hast. Ja, probieren wir mal. Probieren wir mal. Probier's. die Tür ist groß. Muss man langsam aufschließen. Oh, ist, okay, ist eine Riesentür. Ja, das wird ein Bossfight sein. Freiheit! Oh. Pack den an. Ist das Einzige, was zählt? War das nicht Leben? Leben! Leben! Nö. Alter, Hackeball, Mann! Hackeball-Ninja-Fläche! Oh, ich glaube für den. Alter, der Gefängnisaufseher ist ein mieses Butcherschwein. Hammer gehauen. Mega. Ah, die Mucke ist ja derbe. Perfekt Dodge hier. Egal, jetzt geht's ja aber ab. Gib mir den Knubbel. Oh, gib mir den Drum. Was jetzt hat er gehauen? Heilung! Perfekte Heilung! Ja, nicht ganz leider. Slayer! Alter! Fuck you. Haut rein. Ich glaube, mit dem Schwert komme ich besser klar, ehrlich gesagt. Aua. Aber das läuft gut. Heilen, heilen bitte. Ich kann nicht mehr heilen. Ja, ist ja gut. Ich hab nichts gesagt. Hey, schnell. Tot, ausgelöscht. Alles klar. Oh, gehen wir zu. Ja, klar. Bewaffnung. Ich bin Hackeball, Mann. Also nimm ruhig den großen Hammer, wenn du möchtest. Aber ich bin. Aber du hast ihn nicht gefühlt. Wie soll ich ihn? Der ist lame. Der, also, ja, wo das ist ja vielleicht genau meins. Ich bin ja auch lame. Und dann, dann passt es vielleicht, weißt du? Das stimmt. Ich will ja nicht widersprechen. Also, das ist ja Selbstanalyse. Aber der Hackeballmann.
Hacke bei Mann. Trollhammerin. Wieso, was haben eigentlich immer Gefängnisaufseher mit ihren großen Hackebeilen? Gehen ganz schön. Weißt du, was ich meine? Tanzen. Nice. Mal lernen, Matthias. Doch, der kann auch hübschen. Oh, der macht ja zwei. Ja, manchmal. Heilig, ja. Sollen wir vielleicht noch eben unsere Seelen rein? Ja. Hier. Ja, ist gut. Ja, läuft. Ah, den habe ich. Doppelte, ne? Da kommen sehen, aber nichts. Sehr gut. Gleich hast du betäubt, das hast du. Heil dich. Ja, sehr gut. Hau drauf. Noch einmal. Hast du betäubt. Yes, und jetzt rauf. Knüppeln. Knüppeln. Sehr gut. Einfach schnell. Oh mein. Klibli ist Drum and Bass. Auf Vorsicht, Ausdauer. Klibli ist Drum and Bass, Matthias. Vorsicht mit der Ausdauer, nicht übertreiben. Oh, was ist das denn jetzt? Das hier habe ich gar nicht. Das habe ich. Ja jetzt, Asi. Das habe ich, hab ich nicht so erwartet. Schiebung. Schiebung. Alter, was ist das? Das habe ich so nicht erwartet. Das ist ja. Ich habe mich auf eine Taktik eingestellt. Die nämlich, ich gucke dir in die Augen, wenn du dich bewegst, bewege ich mich und dann rufe ich den Hammer auf den Kopf. Das schon echt krass. Und dann kommen die Freunde. Dann haben wir die Freunde mal. Dann hat er den Cousin angerufen und sagt, hier, komm vorbei, ich hab Stress. Ja, was war, komm denn her? Junge. Ja, es war großes Traum. Leid, großes Leid. Wirklich. Ja, hier, ne, ihr guckt da so, ihr Assis. Hacke bei Mann. Hacke bei Mann. Hacke bei Mann. Guck, der hüpft auch. Ich finde das besser, dass du das Schwert hast. Gute Taktik. Ausfall. Ach, ich drücke mal den falschen Knopf. Ehrlich gesagt, machst du es gut. Ach. Das ist gut. Ja, betäubt. Jetzt Hacke drauf. Top, er kriegt Damage. Ja, Achtung, Achtung. Ausdauer. Ja, ab der Freunde. Der Hälfte kommen die Freunde. Ja, es ist. Und das Piano sitzt. Die Freunde haben ein Piano mitgebracht. Geil. Ha. Und wieder geheilt. What the fudgy, yo? What the fudgy? Aua. Geil. Bleib halt. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Aua, aua. Nee, aua. Ah. Das ist aber auch unfair. Oh, unfair. Nee. You're fired. Huge. So, mal. Huge. Okay. Hackebei. Ah, Mann, ich will aber jetzt gar nicht diesen Kampf haben gegen Gefängnis Johnny. Bear Boy. Unten. Unten. Du hast jetzt noch Schwert, ne? Just saying. Ob Schwert oder Hammer, ist mir scheißegal. Ich hau dem Typen auf den Kopf. Hacke bei. Gut, Johnny Boy. Drei Phasen, Mann. Schön. Ausdauer. Und betäubt. Jawohl. Schnippel ihn kaputt. Ausdauer.
You're fired. Das ist okay. Alles drin. Du machst es gut. Hungry! Das Karzeral-Theorem. Heilen. Achso, hauen muss ich auch noch. Hin und wieder wäre ganz gut zwischendurch. Aber du machst das gut. Kannst du dich nicht aus der Ruhe bringen? Ja, ich hab jetzt, falls es. Ja. Deswegen nicht. Nee, du machst das gut. Da ist das. Nice. Schön. Komm gleich seine Freunde. Jetzt kommen wahrscheinlich die Freunde. Ja, da sind sie. Vorsicht. Boah, Digga. Das ist super. Ausdauer, Vorsicht. Ah, ich hab's. Die Ausdauer. Aber okay. Weißt du was, wenn ich immer ein kleines bisschen hinter deinem Skill bin, bin ich für mich voll im Soll. Das darf man nicht vergessen. Bitte in ihrer Beurteiligung. Beurteiligung? In der Tilgung der Beurteilung. Berücksichtigen Sie das. Prost. In diesem Sinne, für diese Worte muss ich dir natürlich Dank sagen und auch mit dir anstoßen. Prost. Mein Glas war leer, es war ein bisschen peinlich. Aber ist klar. Können wir bitte gleich bei mir Blocken einbauen? Ey, es gibt diese Parade, ne? Also ja, die gibt's großen Bogen, aber kann man natürlich mal probieren. Aber ist schon. Ja, gut. Dankeschön, Sexy Bunny. Was ich bei dir frage, Sexy Bunny, ist der Name Programm? Hammer. Ah, die Story ist Sexy Bunny 69. Okay. Ich hab einen Boss betäubt, warum krieg ich keinen Flask wieder? Unfair. Bug. Auch übertreiben muss hier. Jetzt schaffst du es aber. Hast du eben schon was geschafft. Ja, ich muss den anderen. Ich finde es aber geil, dass die Freunde das Piano mitbringen. Und die vermeintlich schweren hast du eigentlich schon. Oh, naja. Okay. Ich weiß nicht, wie wir anvisieren, ist manchmal so ein. Muss ich noch. Okay. Oi. Hier rüber. Komm. Immerhin lässt er dich. Lass den Hackebein mal in Ruhe. Ja, genau. Ah. Aber die machen echt gar keinen Schaden, ey. Okay. Hopp, oh, Mama. Heilen. Hättest du so einen Bruchteil von einer Sekunde früher sagen sollen. Davor war es halt sehr gut. Es war wirklich eine Millisekunde zwischen richtig gut und extrem schlecht. Und ich hab da ganz kurz auf der schlechten Seite, ja. Habe ich dich da gesehen. Babadabadabadabadabadam. Die Musik ist geil. Also ja, ich weiß nicht, das ist nice. Warum bringen die denn ein Piano mit? So, also die, ja, weil dann erst, die sind klein genug, weißt du, wenn der groß auf die Tasten haut, dann nimmt er das ganze Klavier mit. Die Kleinen können erst die schwarzen Tasten überhaupt öffnen. Ja, okay, verstehe ich. Na, willst du mir den Hammer? Nee, warte, wo kann ich denn, ich will nicht den Bogen, ich will, wie kann ich das denn einstellen? Musst du mit dem Stick. Ach so, vergesse ich immer, dass ich ja quasi einen PC vor mir habe. Mhm. Das Paradeschild? Ja. Gibt halt auch ein Verteidigung. Es kann jetzt nicht schaden. Komm, das Schild bringt uns vielleicht. Ey, wenn du das mit der Parade hinkriegst, statt dem Ausweichen da, ist ja ein ähnliches Timing. Das wäre natürlich auch geil. Aber, also. Also, ja. Ich habe gehört, dass ich das hinkriege. Ich übe mal, ja? Ja. Okay. Das war zu spät. Doch. Okay, ich heile mich. Ich will's üben. Der war gut, glaube ich. Ja, der war gut, aber es hat nichts gemacht. Ich dachte, der wird dann. Nee, jetzt, okay. Alles ich da. Glaube, er kriegt dadurch ein bisschen Betäubung hoch, aber. Ob sich das rentiert, ist halt so ein bisschen. Der immer die Frage, woran es gelegen hat. Ja, woran hat er gelegen, ne?
Ey, ich bin jetzt raus. Ah. Ich gebe aber nicht auf. Was das noch? Betäubt. Zack. 19, 20, 19, 15, 19. Ausdauer. Ausweichen. Passt noch ein bisschen, bis das Klavier kommt. Das macht mir halt so. Das Klavier? Ja. So gefährlich. Jetzt kommt das Klavier. Schön. Ah, lange Äumel. Kann man nicht, auch lange kann man nicht weiter. Also, die sind genau 1 Millimeter zu lang, die Schwerter. Ich glaube, man musste eher statt mehrfach auszuweichen, ausweichen und gedrückt halten und weglaufen, weißt du? Dann. Ich bin dabei. Ich verstehe das. Ich muss auch Verbesserungen annehmen. Man darf sich nicht immer dagegen wehren, nur wenn man denkt, man weiß es besser. Ich glaube, Matthias, du weißt es. Deswegen nehme ich das an. Also es ist ja nicht so, dass ich es besser hinkriege. aber ich will mit dir ein besserer Mensch werden, durch dich. Gut. Den Eumel. Ja, ist schon mal gut. Ah, oh, das war aber gemein. Aber ein bisschen mehr Schild hilft auch dir, glaube ich wirklich. Mhm. Wenn man Au! Au! Jetzt mal heilen, ja. Junge. Freunde sind da. Ausdauer! Ich lauf einfach weg. Ja, mega. Ja, aber dass man die ganze Zeit schnell weglaufen kann, ist schon ein Unterschied zu den anderen Games. Ja. Das vergesse ich die ganze Zeit, dass das geht. Deswegen, man muss das schon annehmen, wenn Matthias Plan hat, Leute. Der andere Kleine ist schon tot eigentlich, ja, ne? Ja, einer ist schon down gemacht. Rückgestochen. Oha, aua. Ja, hat er sich gerecht. Ist schon geil mit der Mugge. Alter, ey. Keine Heilung mehr. Warum eigentlich nicht? Wir sollten doch eigentlich für jeden 4 getötete Gegner. Sollte ich eigentlich eine Fiole bekommen? Ich weiß nicht, willst du nur sagen, dass das. Ja, ist ja richtig. Nein, aua, Scheiße. Aber er hat nicht mehr viel. Oh. Er hat nicht mehr viel. Ja, aber der zieht jetzt ja nochmal an hier mit seiner Schnibbelei, aua. Ach Mann, ey. Ernst. Digga! Digga! Oh! Es ist das Timing, macht nochmal so ein Ende. Das ist ein Mann! Die ist geil. Also insofern kann ich es noch ein paar Stunden machen. Ja, insofern bin ich auch dabei. Insofern gebe ich mir gar keine Mühe mehr. Einfach nur weglaufen die ganze Zeit, damit wir den Beat leben. Was ist das jetzt? Okay, Matthias. Was ist das jetzt? Jetzt war versteckt. Haha! Oh. Na, okay. Dann versuche. Heil dich lieber. Hey, ich muss noch sparen. Aber. Also theoretisch kannst du ja Tränke auch regenerieren, genau. Deswegen. Lieber. Ja, sehr gut, sehr gut. Gib ihm. Und vorsichtig, bitte. Ausdauer, ja, sehr gut. Schade.
und seine Freunde. Nice. Ist weg. Hä? Ja, die Ausdauer, wenn du rennst, regeneriert sich halt die Ausdauer nicht. So. Ja, jetzt wieder ein bisschen. Genau so. Weg, weg. Oh. Sehr gut. War auf der Matthias Rosenkranz Gaming Masterclass. Stars, du Master. Und seitdem ich da war, habe ich das eine Level bei Void Souls mindestens um 5% Steigerung hinbekommen. Ja. Ich würde die Matthias Masterclass schon empfehlen. Oh. Denn er ist ein guter Gamer. Für mich immer schon gewesen. Du bist Gott Gamer. Matthias Rosenkranz, Gaming Masterclass. Komm zu mir und wird auch du Gott Gamer. Selten was Krasseres gehabt als die Matthias Rosenkranz Masterclass. Er ist auf dich draufgehört. Ich bin da reingekommen. Ich hab bei dir geguckt. Was? Ich hab das, gesehen und hab das versucht umzusetzen. Aber mein Lebensmotto heißt, immer 2% schlechter Minimum als Matthias Rosenkranz. Dann bist du auf dem richtigen Weg nach vorne. Bleib dabei. Jetzt bist du ja da hier, der Meister. 2%. Das ist die sogenannte 2% Hürde. Schlechter als Matthias Rosenkranz, immer. Gut. Geh rein. So. Leute, Münster, ich lese es gerade. Matthias, du den Anfang kannst du ja gut easy. Ja, mach du mal. Erzähl einfach, ich bin hier. Das werde ich heute noch öfters erwähnen. Dosenbeats Party. Die einzig wahre, legendäre Dosenbeats Party. Ihr wisst, jede Dosenbeats Party ist besser als die Dosenbeats Party davor. Findet statt am 30.11. Das ist ein Samstag. Wir haben uns extra für einen Tag entschieden, wo wir davon ausgehen, dass viele Menschen dort Zeit haben werden. Und an diesem Samstag werden Daniel Schröckert und Tim Peinke, a.k.a. die Hübschen, sowie Evil Jared und Michael Krogmann, a.k.a. Evil Jared x Krogi, werden im Skaters Palace in Münster einen Auftritt spielen und eine gute Laune Party veranstalten. Währenddessen gibt es einen Skate-Contest, veranstaltet von Titos. Da gibt es so einen Best-Trick-Contest, wo es Cash auf die Hand gibt von Skateboarding-Pros. Mega geil. Und jetzt fragt ihr euch, ich bin gleich wieder ruhig. Frag mich. Jetzt fragt ihr euch, Krogmann, diese geisteskranke Party, wie teuer ist es? 50 Euro pro Ticket? Nein. 30? 20? Ein Ticket kostet 15 Euro, Leute. Kriegt ihr auf der Rocket Beans Page zugeschlagen. Wir werden uns da sehen und werden eine gute Zeit haben. Küsschen gehen raus. Matthias, übernimm. Küsschen. Skatertricks. Ja. Titos, habe ich gehört. Kurz abgelenkt. Kurz zum Sprung. Komm her, Buddy. Ah. Wow. Wieso bist du denn noch am Leben? Doppelschlag, ne? Nehme ich lieber. Ja, bitte. Gut, gut, gut. Ja, schön. Schnipp und Schnapp. Ach, scheiße. Schnipp und Schnapp, Ritter ist recht. Und sein Halligalli. Ja, gleiches Stunt, gleiches Stunt. Nicht mehr viel, das ist das. Das sieht wieder. Ja, jetzt kommt er. Ja. Und jetzt macht er Schnippi, Schnippi. Ja, Schnipp. Und jetzt. Schnipp. Ah, es reicht nicht zum Stun. Und weg. Und Schnipp. Und Jump. Und Snip. Und Snap. Kein Snap. Oh, ich hab keine Ausdauer. Mach die Platte. Ja, hau einfach drauf. Hau drauf. Hau einfach drauf! Das ist krank! Matthias Rosenkranz Gaming hat das wieder mal bewiesen! Masterclass! Krank! Komm auch du in die Schule und lerne Gottgamer zu sein! Du wirst immer 2% schlechter sein als Matthias selber, aber das ist okay. 2%.
Ja. First try. Ich habe auch, also, hab auch noch ganz viel Energie übrig. Alter, also, sieht's ja, also das ist ja quasi. Ja, Willi, auf den letzten. Volle Energie. Auf den letzten Mühe. Sind mir kein Pixel mehr übrig. Alter, ist das krank. Eieiei, denn nein. Junge. Puh. Ey, aber geil. Oh, Tür ist auf. Schneit. Hurra, hurra. Von alle aus dem Haus. Die Welt. Wir sind im Gefängnishof. Für euch mag der Lebensbalken leer sein. Für Matthias, Gottgamer, ist der Lebensbalken, wenn er blinkt, genau richtig. Aber guck mal, hier kann man hier ja, Spuren im Sand. Was in den Sand machen. Alter, du hast ein Bein gemalt, schau mal. Bein und Riesenhodensack. Guck mal, ich hab dich, wie er kichert. Und tot. Ich hab's doch glitzern sehen im Schnee. Ich dachte, er hätte vielleicht jemand hingepinkelt. Ja. Man kann übrigens im Menü, finde ich, und das ist ja schon mal grundsympathisch für mich direkt wieder, direkt einen Speedrun-Timer anschalten. Ja. Ich habe mich jetzt für dieses Let's Play erstmal dagegen entschieden, um euch nicht zu sehr einzuschüchtern. Ja. Das wäre auch, ja. Und jetzt kommt der Gefängniswärter einfach wieder, weil der respawnt. Das wäre geil. Das wäre auch geil. Das wäre ich geil. Nee, er ist nicht da. Was hat dich denn da umgebracht? Ich glaube, da ist so eine Falle im Boden. Weiter links unten. Das ist ein anderes Licht. Das ist die Fackel. Ischran. Ischran, woran erkennt man das? Na, sie leuchtet und da steht drüber Gefängnishof. Die? Guck da. Ach so, das ist wahrscheinlich so Stacheldraht. Guck mal. Habe ich gar nicht als solchen erkannt. Der hat mich umgebracht. Da ist ein Bonfire. Leveln. Ah, Gott sei Dank habe ich auch mal ein Bonfire erreicht, ey. Bam. Level 7. Bestätigen. Bestätige Akku. Ja, was machen wir jetzt, Matthias? Ja, überlasse ich dir. Also ich würde mal jetzt, Geschwindigkeit finde ich gerade ganz gut so. Aber ehrlich, ohne die Geschwindigkeit hättest du es nicht, also du bist krass, aber die braucht es auch schon Geschwindigkeit. Das ist richtig. Also willst du, ich überlasse dir. Ich habe jetzt die anderen. Also Vitalität haben wir jetzt noch ein Level, wenn du das auch wegnehmen möchtest, kannst du natürlich auch. Schaden plus 0,6 ist doch nix, oder? Naja, aber erstmal, ne? Und wenn du dann 5 Level drin hast, dann geht der Schaden direkt mal um hoch. Aber. Mhm. Ja, Schaden auf Tempo gehen. Ja, aber Schaden machen ist auch geil, ne? Das ist auch richtig. Smoky Doki, was ist das für ein Game? Das Game heißt Void Souls. Und es ist out now, play now. Wir können es rausgehen, es ist auf Steam verfügbar, zurzeit nur für PC erhältlich. Aber mir gefällt es bis jetzt. Super. Oder? Also mir gefällt vor. Stein, Vorsicht. Hallo, mir gefällt es vor allen Dingen, dich anzuschauen. Du hast einen verwendbaren Gegenstand gefunden. Diese haben eine begrenzte Nutzungsdauer, werden aber wieder aufgefüllt, wenn du dich ausruhst. Besuche einen Lichtfunken, um bis zu 4 verschiedene Arten von verwendbaren Gegenständen auszurüsten. Okay, let's go. Ja, Use Items sind so. Noch ein Glitzerstein. Schon 2. Vorsicht, Stacheldraht. Ja, aber können die. Das sind Hunde. Aber. Direkt erkannt. Jetzt kommen die Hunde. Können die in die Falle laufen? Digga! Guck mal. Die beißen. Du musst schon hauen. Ja, aber Hunde, Junge. Ja, aber die sind schneller als du. Guck mal, ein Hund getötet. Da ist nichts mit weglaufen. Guck mal, wie sie die Kiste einfach vor sich her schieben. Wenn sie sich totbeißen, bringt auch nichts. Ja, ich verstehe es. Wo ist der andere? Was macht der da? Chillt er da sein Leben oder was? Ja, Souls-Hunde sind immer die schlimmsten Hunde. Bam! Die Fackel brennt schon. Ist sie schon an? Ja. Aber ob die Fackel brennt, meine ich. Ach so. Ich hab schon alle Leuchten an. Ich glaube, die Fackel hat an. Ist das da eine Falle eigentlich? Könnte sein, geh mal rein. Ich weiß, sieht so aus, ne? Sieht so aus, ja. Aber eigentlich bist du, naja. Die Fackel ist noch nicht an. Naja. Sieht man ja komplett. Ostwachturm. Sieht man ja komplett den Unterschied. Ah, schön am Zuhause. Glitzerstein. Erlangen. Oh, Fackel. Ort in. Fackel? In Deutschland. Okay, keine Ahnung, wofür die Fackeln sind, aber okay. Geh mal in die Falle rein. Mal gucken, ob es eine Falle ist. Ist eine Falle. Ja.
Gut zu wissen. Sie ausweichen oder? Oh nee, nur für die Zeit. Gut, haben wir es gelernt. Hier ist eine Falle. Ach so, war das eine Falle? War eine Falle. Also da gibt's dann nicht. Zugeschnappt. Zugeschnappt, die neue Sendung mit Matthias. Ja, Torschluss. Kannst du auch nochmal ins Bonfire setzen, ne? Ich schäme mich. Ja, nö, ja. Ach so, ja. Das schon Licht schon an? Nein. War nur eine Frage. Mhm. Du bist doch eine ganz helle Leuchte, du. Der hat bestimmt wieder einen langen Äumel. Da, guck, lange Äumel. Aber jetzt habe ich ja gesehen, wie es geht. Ist doch gesehen bei dir. Ich dachte, der wäre schon tot. Noch nicht ganz. Das, obwohl du mehr Schaden gemacht hast. Peinlich. Gefängnishof gerade. Ja, das war gut. Also. Ich würde sagen, ein Brennofen. Ein Brennofen, da ist ja noch was. Holzkohle. Es ist schön, wenn der Ofen brennt. Ja, das Einzige, was die Illusion noch perfekter machen würde, wenn der so knarzende Geräusche eingebaut hätte für den frischen Schnee, oder? Die Illusion. Das natürlich auch, finde ich. Ja, ich finde, die Soundkulisse ist toll, ja, das schneit. Aber es sind so Hoverboard-Dreiecke. Die Musik und so. Das ich glaube, die... Eingefroren. Simon Krogi. Alle? Ja. Aber du musst einen Brennofen anmachen. Kannst du oben nicht rein? Och, ich wollte nur mal kurz... Du gehst wieder. Ja, okay, dann geh nach Hause, ist kein Problem. Komm, Zeit hier. Kann ich das verschieben? Ja. Und du meinst Eis und Feuer, das... Hallo? Aber der Brennofen, ist der schon an? Kann ich das ganz woanders hinbringen? Ich weiß nicht, ob der da durchpasst, du. Nee. Auch mal. Auch immun. Du hast Fackeln gefunden. Ja. Ich glaube, da musst du wahrscheinlich wieder zum Bonfire. Consumables. Ah, okay, jetzt guck mal da. Okay. Wenn du jetzt mal so eine Fackel anmachst? Gleich. Gleich. Entschuldige mich ja. Gleich, Matthias. Merk schon, du bist voll in the zone, ne? Am Concentrations hier. Verbrannt. Das ist der Krankheitserbrennung. So, jetzt den Schlüssel daran. Da ist er. Nach Erlangen. Neuer Gegenstand, Torschlüssel. Torschlüssel. Das war... Hey, Scratcher. Auf zu den Stellen. Das Dreieck auf irgendwas davon reiten wird? Oh, das wäre auch ein bisschen cool, muss ich sagen. Irgendwie schon. Ja. Ein Pony. Wir sind die Namen Müllabfuhr. Ich stell die Tonnen raus, Tonnen raus, raus vors Haus. Stufung verfügbar. Müllwagen, Müllwagen. Müllwagen. Ja, wir müssen das sofort machen. Ja, mach mal. Sicher, sicher. Damit ich das Gefühl habe, ich habe zumindest ein bisschen... Ich bin auch immer noch sehr geschafft hier von, muss ich sagen, vom Boss. Ey, der war krank. Das war krank. Eine kranke Scheiße war das. Level 8. 8. Ey, Chat, immer wenn wir ein Level aufhaben, eins geschafft haben, dann erwarte ich sowas wie eine 1 in Chat oder so. Level Depp. Ja. Mal was Freshes. Ja? Bescheid weißt. Hallo? Minus 1. Was? Was? Ja. 1 in Chat oder so. Mag ich. Mag ich All Balls. So, wir sind in den Stellen angekommen. Top.
Ich habe mich damit abgefunden, dass ich ein Dreieck bin. Du hast dich damit abgefunden? Ja, muss ich wirklich sagen. Was wärst du denn lieber so? Also wenn du eine geometrische Form sein würdest, Bogi. Ja. Was wärst du? Also entweder Parallelogramm oder ein Trapez. Aber schon Vierecken, ja? Ja, klar. Natürlich auch sowas, also, weiß ich, magst du Achtecken zum Beispiel? So ein schönes Dharma-Logo? Fühle ich schon, aber... Also wenn wir natürlich in Zweidimensionalen bleiben, ne? Sonst ein W20 ist natürlich so ein... Ja gut, das ist natürlich was anderes. Oh, wie weit schießt der Eumel? Der Eumel dir ein. Ja, ein Eingeborener. Im Dschungel. Das ist ein Bonfire, warum nimmst du das Bonfire nicht? Weil wir spielen auf hart. Ja. Ich hab's vielleicht einfach nicht gesehen, oder? Wir spielen auf hart. Eins von beiden. Nee, sucht euch das aus, was euch am liebsten gefällt in dieser Situation. Achteck ist auch nur ein Kreis mit Ecken. Ja, guck mal, das schläft doch. Ist das nicht, also, was davon ist denn kein Kreis mit Ecken? Pass auf, du wirst gleich vergiftet. Ah, da macht er seinen grünen Spei. Ah, ein grüner Schleimi. Grüner Speialarm. Wenn du jetzt mit der Fackel drauf hast? Oder so? Kannst du ja gleich machen, deinem Run. Mach ich vielleicht auch, aber du spielst das ja jetzt durch. Weiß ich doch. Ja, klar. Brauch mich gar nicht mehr. Ich bin jetzt nur noch hier zur Deko. Für euch, Chat, dass ihr mich anschauen könnt. Nein, du bist nicht nur Deko, du bist für mich mehr als das. Du bist auch Fleisch. Du magst doch nur meinen dreieckigen Körper. Ja, ist so. Blues. Blues hinten, Schöne. Blues. Vorsicht, Falle. Ey. Vorsicht, Falle mit dem einen. Hier, weißt du noch gleich. Boah, sie haben mich gefangen. Alter. Alter, aber was ist das denn? Boah, alle auf einen, das hier, diese Schweinescheiße. Also da muss man sagen, das war nicht Getränk. Okay, Vorsicht, deine Funken. Ich hole mir ein Getränk jetzt. Tschüss. Ich bin ja hier im Neben. Also wir hätten Wasser hier, ne? Ja, aber extra was geholt, aber du brauchst wieder was, ne? Weißt du, geh doch. So. Im Dschungel. Bei Trigger, ach, da ist die Fackel. Ah, okay, verstehe. Alle sind wieder da. Aha, verbrannt, guck, Fackel. Ist das ja, ich glaube, das ist nämlich genau der Unterschied zwischen uns beiden. was hast du ein Abi? 2,9. Und ich 3,2. Und ich 3,2. Und genau das sind die 0,3%, die eine Amöbe wie mich zum Pantoffeltierchen unterscheiden, weißt du? Das ist, naja, gut. Ambush. Häng mich niemals. Scheiße, der mich. Digga, ich komme hier gar nicht raus. Da kommt man gar nicht raus. Da kommt man nicht raus. Ich nehme alles zurück. Gleich dumm. Wir sind doch zwei Pantoffeltierchen. Ja. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Hier? Ja, da ist jetzt der Düdeldü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 
Oh, schön. Schön am Kiten hier. Hau ihn. Hey, so geht das. Großer Fan. Hier ist mein Shirt. Wo ist denn das? Wo gibt's denn die Fanshirts von dem Format? Ja, das frage ich mich auch. Ich frage schon immer beim Marketing an, aber die sagen immer, nee. Das ist gar nicht was Gutes. Bam! Ja, ja, der kann nicht weg hier rennen. Das ist ein Netz, jetzt check ich's erst. Ja, yeah, ist doch so. Okay, wie ist das passiert, Matthias? Ja, es war ein Netz. Wie ist das passiert? Bis dahin lief's sehr gut. Ja. Da habe ich mich einfach überschätzt. Ich glaube, man könnte sagen, wenn Leute dann heute Abend drüber nachdenken, er hat sich überschätzt, werden sie sagen. La 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 la. Weißt du, dass du hier bist? Ah! Das hast du dir gemerkt, krass. Genial. Wow. Auch nicht viel geholfen. Woran hat es gelegen? Bin ich auch nicht raus. Fragt sich das ja einfach immer. Woran ist gelegen? Ja, woran hat er gelegen? Ich sag immer, woran hat er gelegen? Ja, woran hat er gelegen? Ist so. Ha! Ach, scheiße. Aber das ist ja, was steht da? Stirb beim Versuch, einen Trank zu trinken. Ist jetzt das passiert? Anscheinend. Vorher haben wir nicht mehr getrunken. Doofe Stelle. Mann. Prangere das an. Bin ich doch hier lang? Ich hab da noch nicht so ganz... Nee, im Wald rechts hatten wir doch... Pferd geht nicht. Haben wir doch angerufen. Erinnerst du dich nicht? Nein. Den Entwickler angerufen. Langes Gespräch. Ich habe seine Tochter geheiratet. Ja? Ja. Geh einfach in den Rhein. Wird schon schief gehen. Einfach ein bisschen gewartet für mehr Spannung. Der eine war da unten, den hast du gesagt. Das sind vier. Einer ist unten, hast du gesagt. Da sind vier. Ja. Nicht in die Falle, aber da sind nur unsere Souls drin. Also, ich meine, es sind nur 15, also scheiß drauf. Oder du gehst halt rein. Aber dann wirst du angegriffen. Das ist genau in der Mitte. Ja, weil ich ja auch in der Falle gestorben bin. So wie du jetzt. Ach so. Kai, so geht das. So geht das. Sehr gut. So. Renne. Aua. Da geht ja einfach hin, der Matthias, und heiratet die Tochter weg. Ja, was soll ich machen? Vom Entwickler. Kommt doch nicht anders. Sonst hätten wir doch morgen noch hier. Also das ist ja quasi jetzt hier Fett am Wirtschaft, ne? So ein bisschen. Schon so ein bisschen. Das ist ganz gut. Wo bist du denn? Boy. Hier. Da ist er. Komm her. Ah, das ist so, ne? Scheiße. Gut. Ja. Aber ich fände es schwach, wenn du nicht die Solz holst. Ja, aber ich mache erst die Gegner tot, damit die mich nicht mehr angreifen, wenn die in der Falle drin stehen. 100 IQ-Moment. So, Chat, hat schon jemand jetzt ein Ticket bestellt? Ich erwarte das, ne, dass ihr es macht. Dragon, die, hau mal den Link raus. So, Tickets in Münster. Wir müssen sowieso warten. Falle schon. Du bist doch hier Mod hier im Chat. Hau doch mal die Links raus jetzt. Die Links? Pin mal an. Was mit den rechts? Ja, packen wir, machen wir ein bisschen hier. Geh mal rechts lang. Bisschen Punk sein da im Chat. Danke. Die Links anpinnen. Früher wart ihr viel punkiger. Ja, wirklich. Oh, guck mal. Void. Alter. Krass. Jetzt sieht krass aus. Cool aus, ne? Voll. Da kann ich bestimmt irgendwie zumachen. Was sieht aus wie Mewtwo? Steine. Nee, ist das geblockiert? Jose, Dr. Jose, komm. Ach, hier geht's nicht wohl. 30. Ah, Köln-Hogan. Münster, da komm ich her. Ja, das Münsterland gefällt mir sehr. Lala. Ich finde, ey Leute, wir feiern einfach immer den westfälischen Frieden. Das wird einmal Hammer. Geil. Kann man denn? Ah, guck mal. Nicht mehr Ausdauer. Oh Gott. Ja. Ja, schon. Ja.
Mach's lieber. Ich hab auch die Hoffnung, dass weiterkommen. Ich hab auch die Hoffnung, dass Lane Bonfire kommt. Ich bin abgewehrt, das Netz. Auch dieses Netz, sehr schön abgewehrt. Das ist dann weniger gut. Da wolltest du das einfach machen. Assi. Ja. Naja, wir haben es geschafft, komm. Muss ja mal am Bonfire kommen, finde ich. Ist schon irgendwie nett. Was so duster, ey. Ich dachte, man könnte einen Fackel. Oh, ein Item. Was für Links will Krogi? Die Links zu dem Ticket für Dosenbeats. Waldkarte. Die Waldkarte ist da. Die. Aber wir haben Shortcut. Wir müssen da nie wieder lang. Guck dir, ich mache einfach da plopp, mache ich die Brücke ganz. Dann kann ich hier rüber. Ich werde zurück. Ba, 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 ba. So einfach geht das. La 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 la. Ich habe noch 195. Ey. Ein neues Level. Und dann will ich die Einsen in den Chat aber so fliegen. Einsen rein, dass jetzt. Dass das so ist. Wenn ich das Level habe. Heinz! Heinzen! Hallo Heinz! Heinz, kommst du mit in den Chat? Da ist es! Level up! Level up, Leute, Heinz in Chat! Heinz. Sind sie. 1-1-1-1-1. Machen wir mal Stärke? Ja. Bam. Machen wir noch mehr Stärke? Bam. Fällt weniger Leben, aber es geht schon. Ich glaube, die Ärztin hat in meinem Mund einfach Rumba getanzt. Ja, hat einfach Rumba getanzt. Oder? Und hat dabei so ein Dentalfloss. Den Floss hat sie auch. Ich glaube, sie hat auch den Flossdance im Mund gemacht. Ui. Und hat dann einfach gleich ein bisschen Bun vergessen. Das fühlt sich so an. Sei ganz ehrlich. Musst du nochmal zum Fäden ziehen, nochmal hin. Nix, mach ich selber. Schön, mach ich nachher beim Zungen. Dann bringe mir ein Schnittchen. Zwei Gürkchen. Das ist auch ein Nebeneingang. Guck mal, hier habe ich direkt gesehen, Geheimgang. Hammer. Mitten im Dschungel. Ja, mit der Fackel wäre das nicht passiert. Oh, ist ein Dorf. Alter, geil. Ich hab Angst. Dragly hat Links reingepostet. Wer interessiert ist für den 30.11. zum Stückpreis von 15 Euro, kommt gerne jetzt auf die Seite, holt euch ein Ticket. Kommt vorbei. Und kommt vorbei. Wird dance, geil. Dance, dance, dance mit den Hübschen. Ich werde euch versprechen, wir werden uns zunicken. Das ist mal ein Versprechen. So weit gehe ich. Also das, wenn ihr da, wenn das nicht reicht. Wir werden uns würdevoll zunicken, Leute. Okay. Und wir haben extra Münster ausgewählt, weil es ist in der Mitte von Deutschland. Also es ist von überall 2 Stunden. Easy. Es fehlt das seltsame Totem. Okay, wo ist das seltsame Totem? Haben wir halt noch nicht. Haben wir noch nicht. Fehlt auch noch die Flusshütten-Schlüssel. Was hast du denn die Karte? Ja, jetzt sind wir im Dorf, dafür habe ich noch keine Karte. Ich habe eine Waldkarte, das bringt mir ja nichts. Ist das duster hier? Man muss doch hier mal irgendwo Licht angehen. Guten Tag. Matthias, ich habe eine Frage und zwar unser... wer ist es? Guten Abend. Oh, hallo. Oh, guck mal. Aber mir fehlt ein Metamorphic Alloy. Ach, schade. Und zwar Shiris Irin Faluin, ja? Shiris Irin Faluin? Ja. Schreibt. Ja. Ich wohne sogar in Münster. Ja, guck mal, dann sind es keine 2 Stunden. Dann würdest du doch als Facharzt der guten Laune ein, also jetzt sofort ein Rezept ausstellen, dass Shiris vorbeikommen muss, oder? Ja, wenn der doch kein Ticket hat, dann ist irgendwo. Ja. Dann ist da irgendwas verkehrt gelaufen. Ja, dann muss ich sonst nochmal anrufen in Münster. Okay, hier haben wir also einen Schmied im Dorf. Der würde uns auch helfen, aber nur, wenn wir was haben. Nach Erlangen. Die Dorfkarte. Endlich, jetzt hier alles easy. Ja, guck, Dorfplatz. Okay, nice. Da oben ist noch ein Item, das können wir noch holen. Da ist noch ein Item. Ich gehe jetzt mal das obere Item. Ich arbeite gerade am Ticket, versuche noch ein paar Kumpel zu organisieren. So. Weißt du, was du machst? Du machst es andersrum. Du machst, organisierst die Kumpels auf der Party. Exakt, ja, oder du investierst es. Also, du bestellst jetzt 10 Tickets und suchst dir einfach 9 weitere Leute. Ist doch auch geil. Das stimmt. So gönnermäßig. Findest du schneller. Also, wenn du sagst, Leute, bestellt euch, holt euch mal ein Ticket und so. Das ist schon so eine Hürde, die viele nicht bereit sind einzugehen. Ja, wirklich. Ich bin schon viel zu hoch. Hier, was ist denn das? Denn dieses Item? Hier in die Hütte rein. Guten Tag, Bauernhütte. Bauernhütte. In der Bauernhütte liegt ein Soulsplitter. Was wie ein Herzteil. Ne? Abenddienst, Abend-RBTV.
Abend Matthias und schönen Abend Krogi. Amen. Mein Metallica-Kompane. Und so ist es. Wir beide haben die Band Metallica. Mein Name ist Power. Metallica mit K, aber. Metallica Powermann ist mein Name. Metallica Powermann. Powermann, Metallica Powermann. Gut. So, ich weiß, wir sind gerade irgendwie keine Gegner, aber ich finde immer noch Stuff. Noch ein Soulsplitter, schön. Ich glaube, wir müssen mal, was ist denn das da? Das ist was Rotes. Sind M&M morgen auch beim Kneipenquiz am, Start? Du bist bestimmt beim Kneipenquiz. Ich bin natürlich beim Kneipenquiz dabei. Bist du beim Kneipenquiz dabei? Nee, ich habe morgen was ganz anderes vor. Wirklich komplett was anderes, aber ich sag hier nichts. Also, die Leute, die es rausfinden wollen, kriegen es eh raus. Also, aber Kneipenquiz wird geil. Ich habe aber ein Video beigesteuert. Wieso? Was soll ich hier? Ist das hier ein Fahrstuhl? Das ist bestimmt ein Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. Du hast ein Video beigesteuert. Oh, jetzt habe ich Angst. Willst du mir Spoiler geben? Nee. Okay, schade. Na, okay, wir nehmen den Aufzug. Ist doch gerade keine Musik. Ist sehr ungewöhnlich hier. Für dieses Spiel. Aber doch lieber Aufzug. Ich wollte heute eigentlich erst ein Holz mitbringen. Oh, guck mal. Es geht nach unten. Okay. Guten Tag. Dorfgruft. Jesus, da waren wir doch gar nicht. So, jetzt kommen wir doch mal wieder der Sache näher. Wie schön. Was noch mehr wollt? Altes Brot. Ist nicht hart. Kein Brot, Matthias. Das ist hart. Ein alter Bäckereispruch, den ich immer wieder gerne. Gespannt. Okay. Was? Demo-Speedrun. Bestenliste hier. Guck mal. 100% Demo. Artology, Demo, Speedruns. In 3 Stunden, oder? Aber ganz ehrlich. Ich glaube, in 4 Minuten 30. Das hätte die Demo. Okay. Ja, gut. Ja, stark. Aber. Die sind da gut. Halle der Helden. Ja. Okay. Ja. Da geht's nochmal in die Void, oder geht's nicht weiter? Ja. Schön. Auch mal was gefunden. Finde ich aber auch geil. Das war wieder auf. Für Fans toll. Ja, voll. Super umständlich runterzukommen. Aber Speedrun, wenn das direkt mitgedacht ist, liebe ich ja. Ja. Zurück im Dorf. Schön. Keine Ahnung, wo wir lang müssen, ehrlich gesagt. Da lang, acht wahrscheinlich. Speedruns finde ich zum Zugucken ultra geil. Ich liebe Speedrun-Dale. Ich finde, das ist ein ganz geiles Sendung. Ich liebe auch die Leute, die sich darin verlieren. Mega, mega geil. Mhm. Für mich selber, muss ich sagen, habe ich das... Wie ein Wald. Die Leidenschaft, es selber zu lernen, ja, aber nicht entdeckt. Ah nein, das ist aber keine Wertung. Ja, eben deswegen, aber hast du es denn mal probiert? Weil das ist ja für jedes Spiel. Ich lerne immer noch beim Skateboardfahren den fucking 360 Flip und ich habe nichts anderes vor in meinem Leben. Aber stell dir mal vor, Tony Hawk's Pro Skater 2. Ja, ja. Hast du doch super gerne gespielt. Ja. Und stell dir mal vor, du spielst das so geil und so schnell, dass du der Schnellste auf der Welt bist. Dann wäre ich dauergeil einfach. Siehst du? Und da musst du einfach nur ein bisschen, weißt du, grindest du ein bisschen rein. Ja. Grind. Und du spielst einfach nur ein geiles Spiel, immer mehr und immer schneller und immer mehr. Und dann bist du ein Speedrunner. So einfach das ist es. Heißt es nicht. Okay. Der Mann hat eine Überdosis, Leute. Holt den hier raus. Das war dir, das ist krass. Hammer, ja, verstehe ich. Kann ich komplett nachvollziehen. Ja nur, deswegen sage ich das. Ich nur davon ab, welches Spiel. Oh Gott, das ist komplett. Ja. Too many games. Too little time. Too many depths, too games. Schluss. Dieser Wald finde ich jetzt so ein bisschen, das Gefängnis hat mir ein bisschen besser gefallen. Ne? Ich mag den. Der Wald ist schon, ja, alles so dunkel. Was passiert so? Guten Tag, Erlangen. Da ist der Flusshüttenschlüssel. Ist das eine Schnellreise eigentlich? Flussfahrt. Ah, okay, da kann man weiter von der anderen Seite. Das Feuer einfach angemacht. Hast du gesehen? Ja, und hast ein kleines bisschen am Anglerlager deine Socken verbrannt, wie Hugo bei Sam vs. Wild. Spoiler. Ja, das ist kein Spoiler. Guckst du das, Sam vs. Wild? Ja. Ich liebe das, Matthias. Ich liebe das. Muss ich da echt sagen. Ist das geil. Unterhält mich sehr, muss ich sagen. Das ist schon, ist jetzt auch die erste Staffel, die ich jemals gucke davon, muss ich sagen. Das ist einfach herrlich. Nice. Willst du aber mitmachen? Ey,
Weil dich sehe ich da schon. Ganz ehrlich, Bock hätte ich schon. Aber ich würde da kein Tier töten, sage ich dir ehrlich. Würde ich nicht machen. Da würde ich halt Wurzeln okay. essen und Hagebutten. Aber bis jetzt auch noch nicht. Aber ich würde da kein... Das ist okay. Das ist das Einzige, was ich direkt... Ja. Eine Angelrute. Ja, perfekt. Um Angel gehen? Ja. Ja, ne? Ja. Aber das können wir nicht. Denke ich mir einfach für Entertainment. Das, okay. das Ding ist aber, du gehst doch sowieso in den Wald und dann machst du Kikariki und dann kommen die ganzen Eichhörnchen und bringen dir Futter. Das ist wahr. Ja, also. Und dann hänge ich mit denen ab. Und dann ist doch egal, sekundär. Kikariki. Angelrute. Klassischer Eichhörnchen-Ruf. Ja, ich bin ja kein Experte, das bist du. Erhöht den Standschaden bei Angriffen. Altes Brot. Der Standschaden. Ja, gut. Was meint denn Standschaden? Keine Ahnung. Nightbot hat einen Nightbot-Move gemacht. Dosenbeats Ghost Münster. Ja, Mann, geil. Leute, ich erwarte, dass wir heute Abend, dass wenn ich durchzähle im Chat und weiß nicht, es gucken 1000 Leute zu oder so, dann will ich, dass jeder Zweite sagt, ja, ich habe 10 Tickets gekauft. Oh, das mindestens ist 10. Wirklich. Ihr könnt jetzt auch Geschenk, vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Hammer. Ich hab wieder lange. Komm her. Hä, wie geil ist das denn? Komm, geh baden. Hey, was ist das für eine super Mechanik? Lustig. Aber was bringst du da? Da bringst du gerade gar nichts. Aber sonst zum Baiten, ne? Ja, kannst du irgendwie Leute. Jetzt kommt er über den Fluss gelaufen. Kommst du her zu mir oder was? Komm, ich mach dich fertig. Mach ich dich. Komm her. Wait. Ich war da, Gandalf. Ich war vor 2000 Jahren da. Ich war da. Elrond ist im Chat. Ah, als die Menschheit versagte. Ja. Ich war da, Gandalf. Beim Licht des dritten Tages. Ja. Schaut gen Osten. Glaubst du, kriegst du mich kriegen hier mit deinem dummen Netz? Ja. Falsch gedacht. Wieso kommt ihr jetzt zu viert, Assis? Das feiere ich voll, schreibt Gut. Ach, ja, Mann. Jetzt bin ich wieder dran, Leute. Jetzt kommt wieder Skill. Okay. Ah, wir gehen guter Dinge ran. Ja, weißt du noch, wo lang? Auf keinen Fall. Das will ich ihm. Allein. Sind wir das? Ja, das sind wir. Das Atom da? Ja. Auf zum Atem. Auf zum Atem. Links. Warte kurz, wo bin ich? Das ist links. Der Pflanze. Abfackeln. Remember? Der weite Weg? Ja. Aber wir haben mittlerweile einen Shortcut. Quatsch. Ich guck dich nochmal kurz an und Rasa. Ja, ey. Was macht das mit dir, Matthias, wenn du einfach siehst, dass andere Leute schlechter spielen als du selber? Es kommt aufs Spiel an. Ja, aber es macht schon was mit dir, oder? Manchmal denkst du auch, Mann. Also hier nicht. Hier ist das. Da ist jeder in. Ne? Da gibt's ja auch kein. Ah, der ist kein schlechtes Spiel. Ja. Ja, das war aber auch die gerechte, ja. Du hast dich über ihn lustig gemacht. Ja. Das kriegst du direkt zurück. Und ich war so froh, dass wir diese Scheißstelle nicht nochmal machen müssen. Und dann, das ist der Weg zum Shortcut. Aua. Ich finde das gut, dass wir halt keine Competition haben, Matthias. Ich liebe das, deswegen auch so Last Man Standing, ne? Das war geil. Ich persönlich liebe es aber, wenn wir eine Bande wären. Weißt du, wenn Rocket Beans eine eigene Bande ist und wir auf die Straße gehen und dann andere Leute bedrohen. Aber nicht so wir gegeneinander. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist ja friendly competition. Ja, wir sind ja alle gute ja, Freunde ich. Und so. Bande, Chat, Bande! Bande! Nein, haben mich gefangen, er hat mich gefangen! Ich bin tot! Ja, Scheiße, das dumme Stelle. Wirklich. Noch nicht ganz gecheckt, wie man da smart durchkommen soll. Oh. Clanmäßig, so ein Raid. Machen wir einfach. Ja, das heißt, du sollst einsammeln, dann sind die weiter rechts. Da so, ja. Guck mal, dann haut der direkt rein, hast du die Hälfte der Energie weg. Mann. Hock zu. Warte, ich will mich heilen. Einer weniger.
Okay. Bambe. Du bist schon ja fast gut. Ja, ich war wirklich. Ich glaube, wir müssen echt die Verteidigung erhöhen. Oder so. Und einfach besser Energie, spielen. Oder einfach so spielen wie du. Ja, aber ich komme da ja auch nicht durch. Das ist eine Scheißstelle. Diese Assis da einfach. Das willst du nicht machen, wenn du ein echter Freund wärst. Du machst alles kaputt. Das weißt du, Mann. Oh. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ja, ist egal, geh weiter. Ja. Müssen wir jetzt zum anderen Bonfire. Da war noch eins an der Angelhütte, oder war da eins? Da ist noch ein Gegner oben, müsst du da noch rein. Ich will ja nicht übers Wasser. Ja, du willst doch nicht übers Wasser. Ja, will ich ja gar nicht. Da willst du übers Wasser. Da kommt der eine noch. Ja, der soll dich. Ja, der kommt. Ich folg dir. Lass dir. Nicht immer, oder? War das Bonfire? Da ist er. Rechts. Nein, nicht links. Wo genau? Ja, der ist gleich die Anglerhütte. Ich sag's dir, der kommt hier hinterher. Ja. Wie weit folgt der ihm denn? Er ist nach oben. Da ist die Anglerhütte. Das ist Bonfire? Nicht ins Feuer laufen. Oh, guck mal, da ist ein Händler jetzt. Da kann man Sachen kaufen. Das ist Bonfire? Ah, das ist Bonfire. Gut. Gut. Ey, das ist zumindest gut, wichtig fürs gut, Feeling, weißt du? Gut, gut. So. Jetzt guck mal, was, da, was das Lagerfeuer da ist. Neu links. Wo du gerade warst? Ja, ich weiß. Du hast so kurz das zerstört. Das ist fair, das verstehe ich. Hm. Ja, nicht hauen. Nicht zum Handeln, sagt er. Ja, da kann ich ihn auch hauen. Ja, das ist fair. Er hat auch nur Bratpfanne. Muss ich direkt an PUBG denken. True. Timo Bornheim, der gerade in der Regie sitzt, Timo haben Bornheim. Wir damals auf der Gamescom winner, winner. Platz 1 abgeliefert. Hab da. Da haben wir abends noch gedacht, wir sind ja Mann, wir sind Gaming Pros. Never forget. Habt ihr damals zumindest gedacht? Ja, wirklich. Damals, ey, wir haben sofort Kristall-Champagner gekauft, so sofort in eine Badewanne rein. Das war krank. Und dann sofort. Dann ausgeschlürft mit Strohhalm. Schulden. Da unten liegt ein Item, ne? Da bist du jetzt einfach dabei. Der Apex-Schlüssel fehlt. Ein Schulsplitter. Okay, Apex aus dem Bezirk. Moon. Mhm. Ist wohl über den Fluss? Nee, nach Norden. Den? Was ist hier unten denn eigentlich? Da kommen wir her. Immer noch. Da ist das Dorf. Ja. Und die Dorfgruft. Warum sagst du nicht klipp und klar, wo ich hingehen soll? Hier. Ah, ja, über den Fluss. Hab ich doch gesagt. Ja, okay. Hast du ja gesagt. Hab ich gesagt, Chat? Hast du wirklich gesagt. Aber es hilft mir ja nichts. Was ist das? Das ist eine Lore. Was machen wir? Machen wir? Ja. Geh nicht. Also links am Ufer waren auf jeden Fall noch Gegner. Ich weiß nicht, ob da noch was ist. Just say. Geh in die Mine. Eine Mine, Gandalf. Eine Mine. Eine Mine. Noch. Drei Minen. Plural. Minenjung. Fahrstuhl. Ah, der Mineneingangsaufzugsschlüssel fehlt. Das ist ein sehr deutsches Wort, muss ich sagen. Das ist ein sehr deutsches. Aber da ist auch zu, oder? Kommst du da durch? Das finde ich aber gut. Oh, nee, finde ich gut. Dann weiß man schon mal, hier ist nichts. Guckst du denn auch die Serie, Matthias? Noch nicht. Ich habe zu viel Schlechtes gehört, dass ich gesagt habe, hebe ich mir auf. Eine der wichtigsten Lehren, die wir doch von unserem... Eine Lehre, so eine Void. Zum Beispiel. Aber wie wurde uns im 16. Jahrhundert doch gelehrt? Damals. Don't listen to the naysayers. Stimmt. Und deswegen mach, worauf du Bock hast. Aber findest du gut? Geil. Okay. Alles klar. Ja, ich habe noch hier im House of the Dragon. Zweite Staffel muss ich auch noch gucken. Ah. Nochmal Fenrir-Äumeln. Ja. Gerade Pinguin. Ja. Das mach ich gerade. Richtig geil. Hallo, ich kann. Was ist denn? Ach so, ich bin. Falsch Knopf drücken. Ja. Das
könnte passieren. Ich drück die ganze Zeit, wirklich. Ich hab das anders intus. Es tut mir leid. Also muss ich mich entschuldigen, nicht bei mir. Ich hab's einfach. Ich hab's. Verkackt. Loser. Ey, ganz ehrlich, Hammer. Hammer, was ich hier wieder erleben darf heute. Schön. Freu mich jetzt. Schöner Tag. Erst die Zähne aus der Fresse verloren und jetzt hier. Ist einfach ein toller Tag. Abwechslungsreich. Aber die wurden auch wieder festgebunden. Ja. Mal hier links. Oh, Tür. Was ich hier sehe. Ich mir Sorgen machen muss, deswegen. Du siehst wieder on fire. Ich hab wirklich... Timo hat Bock heute. Dann hat die Ärztin hat dann so einen Kältetest gemacht, ja? Oh, an dem Stumpen. Was? Dann hab ich... Aua! Ja. Ach so, spüren Sie noch was? Ja. Dann nehmen wir mehr Betäubung. Ja, bitte. Dann sagt sie mir wirklich, dann wirst du... Mach erst mal. Ja, erzähl ruhig. Nee. Mehr Betäubung. Ja, dann kriegst du schon die Spritze rein. Und dann sagt sie mir hinterher, ja, ich habe auch erst die halbe gegeben. Aber warum? Ja, weiß ich nicht. Wem willst du die denn geben? Selber benutzt. Also, dann hat sie noch mal nachgelegt. Dann war es besser. Guck mal, jetzt ist hier der Zugang. Schön. Zahnarzt ist auch so ein Ding. Wann habe ich den? Ich glaube, nächste Woche habe ich einen Zahnarzt. Zahnreinigung. Das ist immer geil. Also danach ist geil. Hä, hey, aber wenn du da mit so einem kleinen, so einem kleinen Kercher besprüht wirst in den Zähnen? Das stimmt. So geil. So ein kleiner Zitruskercher? Oh, bin ich jetzt hier gelandet? Nee. Bogi. Ja. Ich muss alles zurücknehmen. Weißt du noch, wo wir gesagt haben, rechts geht's nicht weiter? Ja. Da geht's doch weiter. Ja. Durch den Dschungel. Ja, es ist krass. Ich gehe einfach nicht zum Zahn. Das ist gut. Es funktioniert für eine Weile ganz gut. Und dann nicht mehr. Was ist das? Alter, ein Bär. Aber Bärchen. Hallo, Bär. Oh. Oh. Hey, Bär. Ich hab mindestens genauso viel Angst vor dir, wie du vor mir. Ich finde es geil, dass du einfach angekuschelt hast. Ja, ich dachte... Alter, der macht Stampfi-Stampfattacke. Ich esse mir jetzt. Hast du gesehen, was für eine Stampfi-Stampfattacke ja, der macht? Ja, Stampfi-Stampfattacke. Gute seine Hütte. Haben wir Schwingfall. Und? Ein Jägerbogen. Okay, der... Den könnte man nochmal ausprobieren. Geil. Er versteckt sich. Ins Gesicht. Der hat aber, guck mal, er verliert ja gar nichts. Lebensenergie der hat. Aber der wird gestunt irgendwann. Ja, vielleicht nehme ich ihn einfach mit ins Dorf und dann kann er gegen die Bäume kämpfen hier. Alter. Was wird hier rein? Hast du das? Ja, sehr schön. Guck. Wollen die mal fangen? Ah, da sind noch mehr Bären. Lass einfach alle Bären frei. Boah, was hat der für ein Eumel? Ich lasse alle Bären frei. Bären frei. Bären frei. Einwandfrei. Ich bin der Matthias und ich bin der Ja, dann, guck mal, der Bär. Dann. Oh nein, er hat mich gefangen. Ich will hier weg. Guck mal, das ist Bärchen mit ihren Bärenliebe. Ich hab den Bär mit ihren Kindern wieder vereint. Ach, das ist so eine Liebe. Okay. Ja, guck doch, was ein Bärenjunge ist. Ich wusste nicht, dass das kleine waren. Das ist ja mega. Hey, das ist ja mega süß. Oh, cute. Dann krieg ich den Waldbrückenschlüssel. Das ist ja mega lieb. Ach, voll schön. Das ist echt schön. Ich freue mich für euch. So, jetzt gehe ich aber lieber schnell weg, bevor sie sich... Hey, das ist ja mega geil. Das ist super. Das ist aber sonst nicht mehr. Ne? Der Waldbrückenschlüssel ist super. Voll cute. Cute Berries. Ja, wie es wohl dem Tiger King jetzt geht. Ist der Nachbar vom Bärenkönig? Ich habe eine Nachricht gelesen letztens vom Tiger King. Ach, habe ich direkt ein besseres Gefühl jetzt hier. So. Ja. Oder? Also jetzt, wo die Bärchen das sich vereint haben. Das ist die, wie heißen sie? Glücksbärchis. Oh, die sind süß, auch wie im Bauch. Oh. Liebe Gewinner. Ah, sehr schön. Regie on fire heute. Nice. Waldbrückenschlüssel. Wo wir nee, weil der Tiger King Mann hat jetzt einen neuen Partner im Gefängnis, mit dem er da zusammen ist. Ist das so? Ja, ich bin auch gefreut für den. Das ist der König der Löwen dann, oder? Ja, König der Löwen. Weißt du, was wir jetzt haben? Stufe 1 in den Chat! Heinz! Du machst mit! Weißt du, was wir jetzt machen hier? Bam!
Stärke 10. Das geht. Extra Schaden. So, die Angel können wir mal wegmachen. Den Jägerbogen. Schnellfeuer-Fernkampfwaffe. Eine Schnellfeuer-Fernkampf... Eine, was ist das? 4 von 4, aber es ist doch Schnellkampfwaffe, da hast du 4 Bögen. Die Schuss meine ich. Hier und... Okay. Schießt weit, aber... Okay, aber schnell? Ja, die hast du schnell aufgeladen. Also der andere Bogen hat schon länger gebraucht, bis du die dann mal aufgezogen hast, weißt du? Ja. Aber unsere Zwecke immer noch. Wo ist denn jetzt hier die Brücke? Da, Waldbrücke, da wollten wir noch hin. Chat, hat jetzt irgendjemand ein Ticket gekauft? Ich muss es wissen. Ich werde euch so lange heute das Thema vor die Nase halten. Nehmt euch mal ein bisschen Beispiel, ganz kurz. Weil es kommt ja Nerd Commander. Ja. Wo du ja auch mitmachst. Ja. Oder Junge. Ja. Da gab es auch Tickets. Ja. Und ist ausverkauft. Tickets weg. Also. Aber ihr könnt natürlich immer noch dabei sein, wenn ihr einschaltet. Aber in Münster habt ihr noch wirklich die Chance, dabei zu sein. Ich werde... Also, kann da. Wir können tolle Dinge machen. Wir Spaß haben zum Beispiel. So. Was hat man gegen Spaß? Nichts. Und ganz ehrlich... Wer hat was gegen Spaß? 15 Euro, da kriegt man ja heutzutage noch nicht mal 2 Döner für. Aber ein Ticket für Dosenbeats. Na klar. So. Oh, ein Alchemist. Okay. Ja, ist das. Oh, wir haben noch einen zweiten Boss gefunden. Ob wir den jetzt noch hier, also... Mega. Wie heißt der? Der Wilderer. Der Wilderer. Das imperative Theorem. Hammer. Die Tickets sind weg, du Dödel. Die sind sie nicht. Dosenbeats sind safe nicht weg. Das, was Matthias sagt, Lisa, sind sie weg. Der Nerd Commander. Nerd Commander, das stimmt. Da sind sie weg. Das ist im Dezember. Ich glaube, am 6. Dezember. 6. Dezember, Nikolaustag. Genau. Und die Dosenbeats-Party-Tickets in Münster sind... nicht weg, die sind am 30. Das ist die Veranstaltung am 30.11. Hat der auch Freunde, hat die im Klavier um die Ecke gekommen? Ich hoffe nicht, weil die Musik ist ja so chillig. Ganz schön viel aus, ey. Ja, der ist robust. Ah, das ist die Phase. Das ist ein Gift. Aber auch. Oh. Oh. Okay. Renne. Die fuck dir mal ganz schön Schaden hier. Fackel ist Mann, richtig. Ey, Alter. Die ist richtig gut. Mach nochmal. Renne. Fackel ist super. Fackel ist richtig gut. Ah, gefangen. Ich hab dich gefangen, kannst gar nicht kommen, siehst du? Aha. Bin ich vergiftet sein. Ich wollte nie vergiftet sein. Hat immer mich zu Bär gesetzt. Oh oh. Da kommt der Bär. Aber der ist Bär hilft dir. Ja, klar. Ja. Weil der uns liebt. Ja, geil. Okay, das, weil du seine Kinder Mega. Befreit hast. Ich wette, das ist so. Muss ein bisschen ausweichen. Ja. Lass ihn machen. Lass ihn einfach machen. Lass ihn. Ich wette, das ist so. Vielleicht noch ein... Ah. Keine Chance gegen den Bärenboy. Heute macht Zeichen. Ja, Bärenboy. 100 pro, weil du die Guck Kinder mal, und ihn... fertig macht. Weil du die Kinder und ihn zusammengebracht hast. Oh. Keine Pfeile mehr. Bäre... Ja, Fuß. Nice! Alter, der zweite try. Boss. First try, ey. Das ist ja nur krass. Der Wilder ist down jetzt. Hammer. Oh, danke, Bärchen. Das ist ein kleiner Glücksbär. Ey, die Liebe gewinnt. Die Liebe gewinnt, wirklich. Liebe gewinnt. Minato the Flash hat geschrieben, ich habe Tickets gekauft, wegen euch muss ich jetzt Spaß haben. So. Ohne, ich entschuldige mich nicht dafür. Ohne Fun, kein Spaß. Ach, guck mal, der Bär. Ist das sweet. Ja, einschlägt. Ey, Matthias, das war richtig geil. Ach, schön. Es war wirklich First Try for real. Viele Leute sagen First Try, ne? Stimmt's nicht, weißt du ja. Mhm. Das war for real. Guten Tag, der Alchemist. Folgt dir. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag. Oh Gott, ne? Oder? Ja, bin alt. Oh Gott. Ja, ich bin auch alt. Insofern. This is what you asked for.
Alchemist, geh doch mal schneller hier, Escort-Mission. Schieb mich, ja, schieb mich einfach. Es tut mir leid, Matthias, ich bin heute echt so eine Mischung aus Anästhesie im Eier und Drogen, im Kopf. Genau, ja. Und ein paar Ibus, damit das hier alles Mischung läuft. Da muss ich die ganze Zeit singen. So. Lerne Tränke zu mischen. Krankmischung freigeschaltet. Amsol Destillierkolben, euch zwei. Essenz eines Helden, Trankzutat. Jesus, das wird ja noch richtig deep, ey, ich sag's euch. Ja, klar. Aber wie geht's jetzt weiter? Aber musst du nicht aussagen, und auch ihr Chat, dieser anfangs doch ungewöhnliche Look, wo man sagt, naja, gut, nicht ein Dreieck, das stellt man gar nicht mehr in Frage, oder? Nee, null. Man hat sich drin. Oder? Exakt. Man ist komplett drin, ja, so ist es halt. So Kristall hergestellt. Egal, was macht er? Stetige. Level up? Stufe. Ah, das ist, glaube ich, noch unabhängig. Eins in Jet! Heinz. Gut. Okay. Also, Soulkristall ist auch so quasi Level Up. Ja. Machen wir ein bisschen Leben. Leben! Fehlende Tränkzutaten. Eltern, mehr was. Das sind die alles. Dieses. Ach, guck mal, man kann in den Heiltrank noch Dinge reintun. Geil. Und damit ist jetzt noch heilsamer. Das ist wie bei dem Affen. Hier ist von Bär. Mhm. Ah, da kommt eine Hand. Die rote Hand. Brennt die Kirche hier gerade? Der Berg Außenpostenschlüssel. Endlich, das ist doch. Aber wo war der Bergaußenposten? War der Bergaußenposten in der... In der Mine? Ich dachte jetzt auch an die Mine, aber... Jetzt ist Quatsch. Ist hier die... Ach, guck mal, jetzt ist hier auch auf. Was ist hier? Mineneingang auf Zugschlüssel. Das wird dann die Mine sein. Das ist ein langes Wort. Aber hier unten geht's noch weiter. Die Fabrik. Wollen wir noch die Minen sehen? Oder soll ich mal Fabrik hier anschauen? Ja, guck mal, das sind Klemmis. Was zum... Oh, wow, wie viel Damage. Heilen. Alter, war ja Ultra-Damage. Egal. Guck dir die an. Ja, wir sollen in die Mine. Ja, wir sollen in die Mine. Geh zur Mine. Tschüss. Aber das ist zu hart. Strom. Das ist zu hart. Ins Dorf. Sofort zum Feuer. Wie schnell sind die? Alter. Okay, die waren ja viel zu hart. Ja, nee, wir gehen kurz in die Mine. Das ist schön, immer so ein Spiel, wo man merkt, hier ist man noch ein bisschen. Da sollte man nicht lang. Das ist noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen. Da kommt später hin. Ja, klar. Hoffe ich. Schaffen wir es noch in die Mine? Mit dem Aufzug würde ich gerne noch fahren. Wo war denn nochmal? Ja, doch, das schaffen wir. Aber da kannst du schon mal, was gibt's denn heute bei Home, Krogi? Ah, also. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Wir haben eine Party in Münster. Ach, eine Party in Münster. Echt? Erzähl mal. Und pass auf. Rosenbeats heißt es. Und da geht's vor allen Dingen. Um eine Sache. Um Spaß, Leute. Um Spaß, um gute Laune. Und warum erzähle ich das ja so? In Home wird es ein Rätsel geben, ein Mitmachrätsel, wo die Leute zu Hause mitmachen können. Und dann könnt ihr nämlich Tickets gewinnen und ein Meet and Greet ja, mit Daniel Hasselhoff, Tim Krogmann, Ibel Schröder und ich weiß nicht, wie die alle heißen. Auf jeden Fall könnt ihr ein Meet and Greet bekommen. Michael Heinke. Und das wird richtig schön. Und dafür, da machen wir so ein Quiz. Zudem haben wir noch ein wunderbares Carrera-Rennbahnrennen. Es wird einfach nur krass, also richtig geil. Mit schönen Autos. Dann machen wir noch ein paar Mitmachsachen. Und unsere andere Sachen auch noch da. Es wird einfach nur geil. Also es wird einfach nur wild. Ach, in erster Linie sind wir da und haben gute Laune. Gute Laune. Ja. Gute Laune. Machen wir gute Laune hier vorne. Das heißt Prügelei. Die Zwerge wollen, dass was passiert. Ah, der hat mich gesehen. Uiuiuiui. Alter, das ist ein Kreiselzwerg. Kreiselzwerge. Aua, hör auf zu pieken. Hat doch keiner was dafür. Down. Pfeil ihn. Ey, stech ihn. Ha! Egal. Okay, der ist aber gerade... Übertreiben, wir müssen mal übertreiben hier. Aber gerade am Rande des Machbaren, hast du aber schön gelöst. Die Pfeilspitze.
hinter dir. Ich finde es aber geil, dass sie in diesem 2D-Look dennoch diese Höhen und so irgendwie so schön darstellen. Das gefällt mir. Schon. Also grafisch ist es schon geil gelöst. Guck mal, wie es hier abgeht. Abgrund einfach. Da unten brennt ein Licht. Der Balrog. Schellnot! Rammel! Ah. Rammel aus der Dunkel. Das wäre ganz so tief und so gierig geschürft. Explosionsfässer gibt's auch. Metamorphe Legierung, dann können wir mit zum, oh, komm, zum Spiel. Willst du sagen, dass. Nee, nochmal zum Spiel. Willst du sagen, dass Gnocchi. Nudeln sind? Nudeln sind? Ganz, ganz lustig. Das war eine große Diskussion. Also, aber sie wurden geführt. Was soll man sagen? Nein, Gnocchi sind natürlich keine Nudeln. Spätzle sind aber auch keine Nudeln. Spätzle waren zum Beispiel nicht auf der Liste, habt ihr nicht angezweifelt. Ja, stimmt. Also, ne, das ist ja. Ah, der, meine Herleitung war einfach, naja, Teig. Was willst du jetzt sagen? Das ist schon fair. Knotschi sind keine Nudeln. Nee, aber. Ich bin kein großer Knotschi-Fan. You never fry Gnocchi. Es gibt so ein geiles Video, wo so ein Koch, so ein Fernsehdude, versucht, Gnocchi zu frittieren. Geht voll in die Hose. Okay. Aber das Geile daran ist, dass er einfach 10 Minuten lacht, der Typ, weil er so schockiert ist. Einfach herrlich. Das erinnert mich ein bisschen an den Typen, der Käse in den Schokobrunnen tut. Ja. Und dann vom Käse verprügelt wird. Und dann, wer richtig verzweifelt ist, ja, weil dieser Käse ihm richtig um die Ohren fliegt. Liebe ich. Das sind gute Videos. Classics. Fast so gut wie Sophia Katz, die von André Schürrle. Boah, ja. Verarscht wurde. Jetzt kommen wir ganz tief. Ja klar, Leute, ich bin hier lange hier in dieser Firma. Von mir aus. Da kannst du ja noch sagen, Chris Pogo als Crow. Der Daniel Schröcker verarscht. Seitdem ich Hannes gesehen habe, sind in meinem Kopf so andere Bereiche da freigelegt worden, muss ich sagen. Ja, der wird nochmal zum Chef zitiert, weil er seinen Hintern zeigt. Ja. Der noch nicht von Hannes gearscht wurde früher. Oh. Hat nicht gelebt. Guck mal, jetzt gebe ich dem meine metamorphe Legierung. Biete ich dem einfach mal an. Ja, gucken wir es mal. Mhm. Wie mehr Waffe verbessert? Ich habe mein Schwert verbessert. Was kann Swing, es? Swing. Guck mal. Alter, also wie das jetzt ab? Macht er jetzt so ein. So Glitty. Nice. Ich glaube, mit diesem Schwert sind wir für die Waffen, Minen gewappnet. Lass mir nochmal angucken. Mit diesem Schwert! Sind wir gewappnet? Genau wie deine Werte, kannst du die Wahl. Achso, ich kann das auch zwischendurch. Ist noch gar nicht verbessert, doch ist gewertet. Bist du sicher? Nein, ich will mich nicht auf den Weg machen. Ich will doch hier verbessern. Ich will mich nicht auf den Weg machen, ich will verbessern. Ah, hier, so. Wert. Da jetzt. Ah, hier. Betäubend geschärft. Stellungsschaden, Schaden, Ausdauerverbrauch. Boah, guck mal. Okay. Nice, kannst du verbessern. Ja, mach Schaden. Ja, Schaden. Schaden. Bin Damage. Das ist natürlich nice. Haben wir noch die Obsidian-Pfeilspitze für Munition, Schaden, regulären Fernwaffen. Ah. Guck mal, das geht noch richtig deep, habe ich das Gefühl. Mir hat bislang geht noch richtig, richtig viel. Sehr gut gefallen, Matthias, muss ich sagen. Also ich finde es schön, dass es nicht nur ein, zwei Räume sind, die du dann irgendwie immer wieder durchleben musst. Ja, ne? Sondern es hat doch mehr Fläche und ich weiß nicht, wie viel Spielzeit ist, wie du hast es am Anfang, hast du es mir gesagt? Was hast du? Hauptstory sagen sie 15 Stunden, ja. Wenn man alle Geheimnisse und so weiter guckt, so 40. Ist doch cool. Preislich sich das Ganze um die 20 Euro, ne? Ja, genau. 20 Euro gerade, glaube ich, Rabatt für den Einstieg. Ja. Also insofern. Ich dachte auch am Anfang, es wäre so super minimalistisch, so ein bisschen klein, so ein bisschen super stylized und immer wieder der Grind, aber ey, was da an Bereichen zu sehen ist, was da an Waffen zu finden ist. Und allein die Bären-Love-Story ist natürlich. Das war schön. Also, dass da sowas drin ist, richtig gut. Viele Fan-Momente gedacht. Und du hast es abgeliefert mit dir. Aber nicht ohne deine Hilfe. Aber nicht ohne meinen Beisitz. Das ist wahr. Und nicht ohne euren Beisitz. Demo. Das Chat, richtig, Demo. Ja, spielt mal rein, wenn ihr Bock habt. Übrigens, es gibt einen Demo-Chat. Das ist wichtig. Matthias Rosenkranz, bist du heute auch bei Home? Michael Krogmann bin ich leider nicht. Aber morgen beim Kneipen. Da bin ich natürlich. Da muss ich representen. Das erste Mal nicht beim Game 2-Team. Also, ah, muss ich jetzt mal abreißen. Welchem Team bist du denn? Wir haben ein wunderschönes kleines Redaktionsteam gebildet. Ja. Die gute Mel, die gute Sarah und der gute Vitus, der extra reinkommt. Okay, das ist aber auch ein schlaues Team. Super Team. Das wird auch funktionieren. Ja, Leute, jetzt geht's weiter mit Home. Danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Bleibt dran. Bei YouTube kommentieren, liken. Ihr wisst es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.